Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend zu einem Gespräch in unserer Reihe Akademie aktuell. Und wie der Name das schon sagt, ist es ein Format, das wir aktuell ansetzen, wenn etwas Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, Drängendes geschieht, von dem wir denken, dass wir darüber dringend sprechen sollten, auch wenn wir es nicht schon ein Dreivierteljahr vorher mit in unser Programm aufgenommen haben. Etwas so Aufsehenerregendes war nicht nur für uns die Einführung des Chatbots ChatGPT im November 2022. Und deshalb also heute ein Akademie aktuell mit dem Titel ChatGPT und die Folgen, ein Gespräch über die revolutionäre Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Was war denn das Aufregende, was da im vergangenen November das Licht der Welt erblickt hat? Eine amerikanische Firma, OpenAI, veröffentlichte einen Chatbot mit dem Kürzel ChatGPT, eine Abkürzung für Chatbot Generative Pre-trained Transformer. Die Begriffe Generative und Pre-trained werden uns heute Abend sicher nochmal begegnen. Diese Maschine nutzt künstliche Intelligenz, um menschliche Sprache zu verstehen und Antworten zu erzeugen, die von menschlichen Ausdrucksformen kaum zu unterscheiden sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann gab es die KI GPT schon länger, auch bei anderen Firmen, aber diese OpenAI-Firma hat durch die hat sie eine Benutzeroberfläche bekommen, ein sogenanntes Chat-Interface, mithilfe dessen sich die Anwender mit dieser KI unterhalten konnten und auf einmal Erfahrungen machen konnten, die ihnen vorher bisher noch nicht begegnet waren. Sie kennen sicher alle die Beispiele. Texte wurden auf einmal generiert, von denen man nicht dachte, dass die eine Maschine herstellen kann und so weiter und so weiter. Durch diese millionenfache Anwendung und Verbreitung gab es natürlich auf einmal auch ganz neue Diskussionen über den Wert und über die Rolle der künstlichen Intelligenz für unsere Zukunft. Und wir alle waren in diesem letzten halben Jahr mit Einschätzungen konfrontiert, die von völlig euphorisch bis völlig dystopisch auseinanderklafften. Ich habe Ihnen zwei Zitate nur mitgebracht. Das eine, wir sind Zeugen des spannendsten Moments seit der Erfindung des Internets. Künstliche Intelligenz wird das praktischste, einflussreichste und außergewöhnlichste Werkzeug sein, das die Menschheit je erschaffen hat. Das sagt Sam Altman, der OpenAI-Chef, das ist nicht weiter verwunderlich. Und dann gibt es aber natürlich auch Warnungen, die die KI mit der Atombombe oder den Folgen des Klimawandels in Zusammenhang bringen. Ganz extreme Warnungen. Und zum Teil muss man die natürlich auch deshalb ernst nehmen, weil sie von den Menschen kamen, die diese künstliche Intelligenz mitentwickelt hatten und zum Beispiel aus ihren Firmen ausgestiegen sind, wie Geoffrey Hinton, der für Google die KI entwickelt hat und vor einem großen Kontrollverlust gewarnt hat. Das Internet wird bald mit KI-generierten Fotos, Videos und Texten geflutet, sodass die Menschen nicht mehr erkennen können, was noch wahr ist. Und ein anderer Mitentwickler, Yeshua Bengio, gehörte zu den Erstunterzeichnern eines offenen Briefes, von dem Sie sicher auch schon gehört haben, in dem ein sechsmonatiges Entwicklungsmoratorium für KI-Systeme gefordert wird. Also die Forderung, dass die Hochskalierung dieser Technologie gestoppt wird, bis die Techniker wirklich verstanden haben, wie sie sie kontrollieren können. Überhaupt diese Sorge vor dem Kontrollverlust ist ein ganz wichtiger Punkt bei diesen Warnungen. Wir wollen heute Abend die Gelegenheit nutzen, genauer hinzugucken, über was reden wir da eigentlich, was ist das genau, was uns da entgegenkommt, wie funktioniert das und wie ist das einzuschätzen. Und ich freue mich sehr, dass wir das tun können mit zwei Menschen, die auf diesem Gebiet eine hohe Expertise haben, einmal aus dem Bereich der Informatik und einmal aus dem Bereich der Humanwissenschaften. Das heißt, wir haben zwei ganz unterschiedliche Perspektiven da. Und ich will mich schon mal ganz herzlich bei unseren beiden Gästen heute Abend bedanken, weil bei so einem aktuell kommt natürlich die Einladung auch sehr aktuell, sehr plötzlich und das für Menschen, die sowieso in diesem Bereich gerade sehr gefordert sind. Also vielen, vielen Dank, dass Sie bereit waren.
so spontan zuzusagen und heute Abend uns Ihre Expertise zur Verfügung stellen. Ich begrüße zunächst einmal Professor Dr. Hanna Bast. Sie wird uns eine kurze Einführung geben in das Thema und danach werden wir dann zu dritt auch mit Professor Lauer hier weiter sprechen. Sie sollen natürlich dann aber auch nachher die Gelegenheit bekommen, Ihre Fragen zu stellen und Ihre Perspektive auf das Thema zu formulieren. Wir haben dazu ein Publikumsmikrofon vorbereitet und im Verlauf des Abends werde ich Sie dann einladen, auch mit in die Unterhaltung einzusteigen. Jetzt aber begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Hanna Bast. Sie hat seit 2009 den Lehrstuhl für Algorithmen und Datenstrukturen an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Sie ist unter anderem seit 2018 Sachverständige der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale. Ihr Arbeitsschwerpunkt sind angewandte Algorithmen, zum Beispiel die Verwaltung von Informationen oder die Berechnung von Routen. Alles andere über Ihre Arbeit, über Ihre Veröffentlichungen und so weiter, auch über Ihre Preise, finden Sie auf Ihrer ausführlichen Homepage in der Universität. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Frau Professorin Bast. Wir freuen uns auf Ihre Einführung. Guten Abend. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Wir wollen heute Abend vor allem ein Gespräch führen. Grundlage für jedes gute Gespräch ist, dass man zumindest ein bisschen versteht, worum es geht, und das ist genau der Zweck meines Vortrages jetzt, so ein bisschen die Hintergründe erklären und tatsächlich auch versuchen, so ein bisschen zu erklären, wie das eigentlich funktioniert. Und zwar für jemanden, der oder die jetzt nicht Informatik studiert hat oder überhaupt irgendwas studiert hat. Fangen wir mal an, ganz kurz eine Folie zur Geschichte. KI, Hype, ist das alles nur Hype? Man sollte dazu wissen, dass die KI, künstliche Intelligenz, kein neues Gebiet ist, erforscht seit mindestens 1955, das sind fast 70 Jahre, und tatsächlich gab es da schon viele Hypes. Schon vor 70 Jahren fing das an, dass die Leute dachten, jetzt übernehmen die Maschinen, jetzt kommen die Roboter, und dann ging das aber ziemlich schnell wieder runter, weil so weit war man da doch noch nicht. Das sah nur so aus, man spricht von den sogenannten KI-Wintern, also der Winter, der nach dem Sommer kommt. Und die Frage ist natürlich, ist das jetzt auch wieder so ein Hype? Wenn man heutzutage über die 70 Jahre meinte man immer sehr verschiedene Sachen von KI gesprochen hat. Heutzutage meint man damit vor allem neuronale Netze und Deep Learning, auf Deutsch tiefes Lernen. Was das ist, erkläre ich gleich ein bisschen. Tatsächlich, diese Theorie dahinter, die Ideen dahinter sind auch schon seit Jahrzehnten bekannt, alles nichts Neues. Es hat nur lange nicht wirklich funktioniert. Es gab immer so Spielzeugbeispiele, aber richtig nützlich war das nie. Was dann vor etwa 10 Jahren passiert ist, auf einmal hatte man genug, die Computer wurden immer schneller. Offenbar braucht es so eine kritische Masse, auch was das heißt, versuche ich Ihnen gleich zu erklären. Und man braucht Daten, auch da wurde eine kritische Masse erreicht. Das wusste man aber vorher nicht. Man weiß ja nicht, dass irgendwelche Sachen passieren, wenn irgendwelche kritischen Massen erreicht werden. Und auf einmal haben die Sachen, die man eigentlich schon lange kannte, in der Praxis so richtig durchgeschlagen. Und ganz wichtig, deswegen habe ich überraschend hier fett gemacht, überraschend auch für Experten. Ja, auch für Leute wie mich war das überraschend. Klar haben wir gedacht, dass das so wird, aber dass das so funktioniert, hat keiner erwartet. Nicht mal die Leute bei OpenAI, die da eigentlich dran arbeiten seit 15 Jahren. Und seitdem ist es rasant exponentiell weitergegangen und tut es gerade immer noch. So, wie funktioniert eigentlich ein neuronales Netz? Und bevor ich das erkläre, gerade hat Herr Mackert ja schon über GPT geredet, probieren wir das doch erstmal aus. Sie wollten doch fragen, wer überhaupt hier alles, ich stelle jetzt einfach die Frage, wer hat denn schon mit GPT gespielt oder gesprochen hier im Raum? Okay, das sind so etwa die Hälfte und das machen wir das jetzt. Ich habe hier diese, wir machen das einfach mal ein bisschen. Und ich mache das ganz bewusst, wir fangen einfach an, wir schauen mal, was kann das Ding, wo sind die Grenzen. Man sieht hier, es gibt 2 Versionen, 3, 5 und 4. 4 ist deutlich besser.
Also 3,5 macht noch ziemlich viele doofe Sachen und ich fange mal an, auf Deutsch. Ich habe mir das jetzt nicht vorher genau überlegt. Erzähl mir von der katholischen Akademie in Freiburg in 3 Sätzen. Und ich bin höflich und sag bitte. Schauen wir mal, ob das stimmt, ob es 3 Sätze sind. Herr Mackert, einverstanden, es sind 3 Sätze, kann ich bestätigen, stimmt das? Also wir kriegen einen vernünftigen Text, hatte er ja gerade schon gesagt, Herr Mackert, also das ist so, wie man das von jemand anders auch. Okay, ich frage mal, gibt es das auch in anderen Städten in Deutschland? Und ich schreibe das gerade so, wie es mir einfällt. Ich mache das jetzt nicht so, oh, wie braucht so wie bei Google, was muss ich eintippen, damit ich das bekomme. Ich schreibe das so, wie ich das einen Menschen fragen würde. Ja, in Deutschland gibt es eine Reihe von katholischen Akademien, die sich in verschiedenen Städten befinden und so weiter, zum Beispiel in Bayern, in Schwerte und so weiter. Ich hätte jetzt gerne Tabelle, gucken, ob es da. Wir gucken mal, wann das Ding nicht mehr weiter weiß. Eine Tabelle, bitte, in Klammern. Möglichst vollständig. Und ich weiß auch, was ich will mit den Spalten. Was wollen wir denn? Name, Ort, wann gegründet. Na, das ist jetzt schon ein bisschen viel verlangt. Schauen wir mal. Natürlich, hier ist eine Liste, einige der katholischen, einige. Okay, Berlin 1902. Also, ich kriege die Liste, ich kriege es als Tabelle, ich kriege es genau mit den Spalten, die ich gesagt habe. Schauen wir mal, ob Freiburg dabei ist. 1956, Herr Mackert. Es stimmt auch, also erstaunlich, oder? Und das ist jetzt nichts, was ich, also es ist ja jetzt außerhalb meiner Kontrolle. Ich habe dem Ding ja nicht vorher beigebracht. Okay, wir sind noch nicht an die Grenze dessen gekommen, was dieses Ding kann. Machen wir doch mal weiter. Okay, jetzt hätte ich gerne eine Liste von allen Leuten aus Wikipedia, sage ich mal, da stehen ja ziemlich viele Leute drin, von denen man weiß, dass sie dem katholischen Glauben angehören. Wir sind ja hier in der, genau, mit ihrem Geburtsort und wo sie geboren sind, schreibe ich mal, und wo sie, und? Auf einer Karte angezeigt. Wir wollen mal gucken, ob wir das so. Jetzt sehen wir auch was Bemerkenswertes. Jetzt sagen Sie, es tut mir leid. Man muss wissen, in der Informatik sind das tatsächlich mit die schwierigsten Probleme, dass irgend so ein Programm auch weiß, wo seine Grenzen sind. ChatGPT ist enorm gut da drin zu sagen, eine gute Frage, ich verstehe auch die Frage, aber das kann ich nicht. Da sind meine Grenzen. Genau, und jetzt kommt hier noch sehr politisch korrekt verschiedene Sachen. Ich mache aber jetzt weiter, weil ich weiß, es gibt Datenbanken, auf denen man diese Anfrage stellen kann. Und nur um es noch spannender zu machen, wechsle ich mal mittendrin die Sprache auf Englisch. How about a Sparkle? Datenbanken gibt es, eine Datenbank-Anfragesprache, Sparkle, kennen wahrscheinlich die meisten hier nicht, on Wikidata. Ich sage, es gibt doch da vom Wikipedia-Projekt so eine Datenbank, da steht das alles drin, gib mir mal die Anfrage. Eine andere Sprache, jetzt so eine Programmiersprache quasi ist das. Und ich schreibe das in Englisch und das Ding antwortet mir jetzt einfach auf Englisch, so als wäre es nicht. Klar, kann ich dir die Anfrage geben, jetzt kriege ich auf einmal eine Anfrage. Sie müssen die Sprache jetzt nicht verstehen, das ist so eine Computersprache. Die schauen wir uns mal an, sagt mir sogar, auf welcher Webseite ich das ausführen könnte. Ich schaue mir das an, okay, ein paar Sachen gefallen mir da nicht. Das hier ist nicht richtig, das weiß ich zufällig. Und ich sage mal, jetzt sage ich gar nicht, an der Stelle ist, glaube ich, was nicht richtig, sondern ich sage mal, you should use Q. Was nehmen wir? 92, 52 ist, glaube ich, richtig. Außerdem fehlen hier die Koordinaten. And the coordinates, please. Und außerdem soll es nicht dieses komische. Das sind jetzt natürlich professionelle Sachen hier.
instead of. Aber ich schreibe das einfach so, wie es mir gerade einfällt. Ich sage nicht mal genau, auf was sich das bezieht. Und wir schauen mal, was hier. Apologies, sehr höflich erzogen. You're correct, 9252 ist the identifier of the Catholic Church. Jetzt sucht es also nach Leuten, die der katholischen Kirche angehören, wo sie geboren sind und wo der Geburtsort ist und die Koordinaten davon. Jetzt nehmen wir das doch mal. Hier unten steht noch Limit, nur die ersten 100, kein Limit. Ich lasse mal das bitte weg, mal gucken, ob es da genau... Genau, Warnung, ja, ich kann das weglassen, aber jetzt kriege ich sehr viele Ergebnisse. Okay, also es war höflicherweise, hat es nur, ansonsten kriege ich dieselbe. Ich muss gar nicht viel sagen, ich kann mich völlig, jetzt nehme ich das mal und jetzt kommt hier, das ist was von uns, das ist jetzt so eine Datenbank-Suchmaschine, von der weiß ChatGPT nichts. Aber diese Sprache, die es gesprochen hat, die Sie jetzt wahrscheinlich hier nicht verstehen, die ist standardisiert. Genauso wie wie Sprachen standardisiert sind, ist das hier eine standardisierte Datenbanksprache. Ich kopiere das mal hier und mache das mal hier rein und guck mal, diese Anfrage beantwortet werden kann. Okay, sie wird nicht beantwortet. Warum eigentlich? Das wundert mich jetzt gerade selber. Ich habe das jetzt vorher, das ist live, muss man sagen. WDT Q5, ah, okay. Q, ich glaube, wir schauen mal, was Q9252 in Wikidata ist, ob das überhaupt stimmt. Nee, das war nicht die katholische Kirche. Das ist interessant, gell? Ich habe gesagt, das ist die katholische Kirche, aber es ist gar nicht die katholische Kirche. Und es hat einfach gesagt, you're correct, es ist die. Also ich habe es gesagt und es hat das, okay, wir müssen mal schauen in Wikidata. Das war jetzt tatsächlich mein Fehler. Und ich gebe das jetzt hier mal ein, weil ich es gerade nicht weiß. Catholic Church ist 9592. Ah, okay, 9592, die Konversation sparen wir uns gerade mal. 9592. Und jetzt klappt das. 48.000. Und jetzt schauen, wir wollten uns die ja auf einer Karte anschauen, da haben wir sie. Wir haben sie auf einer Karte. Das Ding konnte das zwar nicht selber, jetzt schauen wir mal, ob das stimmt. Zoomen wir hier mal rein und dann bin ich damit auch gleich fertig. Jetzt haben wir ja alle möglichen Leute, schauen wir mal hier. Wer könnte das sein? Marktl? Irgendwelche Ideen, wer da geboren ist? Oh, okay. Okay, scheint zu stimmen. Ich glaube, das war ein... Wunderbar. Zurück zu den Folien. So, wir haben jetzt gesehen, was möglich ist, wo es noch hapert, was alles funktioniert. Auch wenn es manche Sachen nicht kann, kannst du mir dabei helfen für andere Programme. Wie funktioniert so ein neuronales Netz? Als Grundlage für die Diskussion möchte ich Ihnen das kurz erklären. Und ganz, jetzt müssen Sie gut aufpassen, das ist jetzt wie in der Schule oder an der Uni. Für 5 Minuten möchte ich Ihnen jetzt in Grundzügen erklären, wie so ein neuronales Netz funktioniert. Und das Tolle ist, dass man das tatsächlich kann. Und hier geht es jetzt nicht um Textgenerierung, sondern um was Einfacheres. Hier soll man jetzt lernen, ob Immobilien, die hier unten durch 2 Zahlen beschrieben sind, einmal die Quadratmeterzahl und einmal der Kaufpreis, ob diese Immobilie interessant ist oder nicht. Mein Netz soll jetzt lernen, welche Immobilien interessieren mich und welche nicht. Ich will jetzt gerade was kaufen in Freiburg. Hier oben steht das, was es lernen soll. 0 in der Informatik heißt Nein, 1 heißt Ja. Irgendwo dazwischen ist dann irgendwas zwischen Ja und Nein. So. Die gesamte Intelligenz dieses neuronalen Netzes, das ist jetzt hier ein sogenanntes neuronales Netz, steht in den grünen Knoten. Es weiß noch gar nichts, es ist gerade zur Welt gekommen, deswegen stehen da 3 Zahlen dran, die alle 0 sind. Es fängt also kein Vorwissen, anders als bei uns Menschen. Es gibt hier 2 Rechenknoten, die sind so einfach, dass ich die Ihnen erklären kann. Und zwar dieser weiße Knoten hier wird gleich eine Zahl berechnen und diese Zahl ist immer, egal was hier steht, diese Zahl mal diese Zahl plus diese Zahl mal diese Zahl plus diese Zahl. Einfach mal und plus und die Netze, von denen ich gleich rede, die machen auch nichts anderes. Die machen nur mal und plus Trillionen mal.
Und hier oben haben wir den auch noch, jetzt mache ich mal den nächsten Schritt. Jetzt kommt natürlich 0 raus, das mal 0 plus das mal 0 plus 0 ist 0. Jetzt muss ich aus dieser Zahl, da könnte jetzt auch rauskommen, minus 500 oder plus 1337,2, muss ich noch eine Zahl zwischen 0 und 1 machen, ja oder nein. Das macht diese Funktion, die müssen Sie nicht verstehen, das ist einfach eine Funktion, die irgendeine Zahl nimmt. Eine negative Zahl wird zu nein, je negativer, desto neiner. Eine positive Zahl wird zu 1 und 0 heißt gerade, ich weiß nicht, gibt 0,5, genau zwischen 0 und 1. So, das ist mein Netz, gerade auf die Welt gekommen, weiß nichts und sagt, ich weiß nicht. So, jetzt kommt der Lernschritt. Jetzt passen Sie auf, das ist wie diese Netze lernen, nicht mehr und nicht weniger. Ich kann jetzt mathematisch ausrechnen, das sind jetzt diese roten Zahlen hier, wie muss ich diese Intelligenz hier, diese Gewichte verändern, sodass das Ergebnis ein bisschen näher an dem dran ist, was es sein soll. Ich habe gesagt, vielleicht, es sollte Nein rauskommen. Und hier stehen jetzt so Korrekturtürme, die kann man abrechnen mit mathematischen Ableitungen, wie genau das passiert, partielle Ableitung, um genau zu sein, müssen wir ja nicht wissen. Die kann man relativ leicht ausrechnen und die addiere ich jetzt mal auf diese bisherigen Zahlen drauf. Und jetzt habe ich hier andere Zahlen. Jetzt machen wir mal die Kontrolle mit denen. Jetzt ist es das mal das plus das mal das plus das. Hier kommt jetzt eine negative Zahl raus, die geht also Richtung 0, 0,41. Schon näher dran. Ganz wichtig zu verstehen, das Netz könnte leicht ausrechnen, wie es die verändern muss, sodass jetzt hier genau 0 rauskommt. Aber denken Sie daran, wie Sie lernen, wenn Sie eine Erfahrung in der Welt machen, irgendwas hat nicht so geklappt, dann ändern Sie Ihr Weltbild so ein bisschen. Ja, Sie schmeißen nicht gleich alles über den Haufen. Sie ändern so ein bisschen, sagen, na, beim nächsten Mal mache ich ein bisschen mehr so, damit es ein bisschen mehr in die Richtung geht. Und jetzt kommt das nächste Beispiel. 137 Quadratmeter, 478.000 Euro. Die Wohnung interessiert mich. Jetzt soll das Netz lernen, dass das ein Jahr ist. Jetzt probiert es das mal aus, das mal das, plus das mal das, plus das. Jetzt kommt eine negative Zahl raus, das heißt eigentlich eher nein, das muss es wieder korrigieren, das erkläre ich jetzt nicht mehr so genau. Jetzt werden diese Gewichte hier korrigiert, Gewichte nennt man das auch an den grünen Knoten. Jetzt habe ich andere Zahlen, jetzt mache ich nochmal die Kontrolle, jetzt ist das in der Tat näher an 1 dran. Jetzt hat es also gelernt, wie es hier in Richtung richtige Antwort geht. Nochmal wichtig, es hätte jetzt sein, kann jetzt sein, dass das Beispiel vorher nicht mehr funktioniert. Die Frage ist, warum funktioniert das überhaupt? Ich versuche mal für jede Erfahrung das ein bisschen zu korrigieren. Vielleicht habe ich vorher alles wieder kaputt gemacht. Und das war's. Mehr macht dieses Netz nicht. Und das macht es jetzt, kann ich jetzt einfach 100 Mal machen hier oder ich kann gleich hier draufklicken, 1000 Schritte. Das macht es jetzt einfach immer und immer wieder. Und es kann ja sogar, nachdem es alle 100 Wohnungen gesehen hat, einfach wieder von vorne anfangen, weil jetzt ist es ja in einem anderen Zustand. Am Anfang waren die grünen Knoten alle null, jetzt stehen hier die Zahlen dran. Und nochmal ganz wichtig, die gesamte Intelligenz dieses Netzes steht in diesen drei Zahlen, die nur da drin. Was anderes nicht, hier ist nichts unsichtbar. So, das war jetzt ein Spielzeugnetz, das kleinste Netz, mit dem man überhaupt was zeigen kann. Hier ist ein bisschen komplizierteres, immer noch sehr klein. Hier haben wir jetzt 9 grüne Knoten. Ich erkläre das jetzt nicht nochmal. Ich kann im Prinzip genau dasselbe machen. Ich rechne das 1000-mal aus. Auch wieder so ein Rechenwerk. Hier wird Mal und Plus gerechnet und so weiter. Oben kommt was raus. Und nach einer Weile, wenn ich das 1000 Schritte laufen lasse, dann habe ich hier wieder irgendwelche Zahlen dran stehen. Die gesamte Intelligenz steht jetzt hier in diesen grünen Zahlen. Und das, was wir gerade gesehen haben, jetzt gehe ich nochmal auf die Folien zurück, ChatGPT macht tatsächlich auch nichts anderes. Wie kann das sein? Jetzt habe ich noch ein paar Folien und dann bin ich auch schon fertig. Tatsächlich, NN, so nennt man die neuronalen Netze oft, sehen immer so aus, das, was mich interessiert, stecke ich unten als Zahlen rein. Ja? Gerade war das Quadratmeterzahl, und Preis, das kann auch irgendwas anderes sein. Bei einem Bild sind das die Pixel, wir sehen gleich, was das bei Text ist. Und oben will ich lernen 0 oder 1, aber ich kann auch mehrere 0 oder 1. Vielleicht will ich ja mehrere Antworten auf mehrere Fragen geben. Hier drin ist dieses Rechenwert,
Rechenwerk und diese Intelligenz in Form von diesen, bei ChatGPT sind es dann 175 Milliarden Zahlen. Und dann der Rest ist aber einfach Mal und Plus und diese andere Funktion. So. Und das Verrückte ist, wenn das Ding jetzt irgendwas macht, das muss man auch noch verstehen, das ist auch ganz interessant, wenn das jetzt irgendwas macht hier, warum hat es jetzt 0,82? Sie fragen sich jetzt, warum hat das Netz für diese Eingabe 0,82 ausgerechnet? Also ja gesagt, ziemlich sicher ja. Das hat eine ganz einfache Antwort, nämlich die Antwort ist, naja, das hat das mal das, plus das mal das, plus das und dann das und das, hat einfach gerechnet und dann kam das am Ende raus. Aber das ist ungefähr so hilfreich wie die Antwort, warum hat der Mensch jetzt das gemacht, ja? Warum hat die Person den Mord begangen oder so vor Gericht und dann sagt man, naja, da kamen irgendwelche Reize, sind auf die Sinnesorgane gestoßen und dann im Gehirn hat es das und dann ist das Neuron gefeuert und das und das und dann kam das am Ende dabei raus. Das stimmt vielleicht, das ist noch nicht sehr zufriedenstellend, ja? Man möchte ja irgendwie verstehen, man möchte das in höheren Konzepten verstehen und da reden wir ja vielleicht gleich noch drüber. Was hat das jetzt mit dem zu tun, was wir am Anfang gesehen haben, ChatGPT, Textgenerierung? Das Verrückte ist, dass das ganz genauso geht. Das ist, jetzt müssen Sie nochmal aufpassen, weil das so frappierend ist und das können Sie jetzt verstehen mit dem, was ich erklärt habe. Was man reinsteckt, hier stehen jetzt Buchstaben bzw. Wortfetzen, nenne ich das, ST. Die kann man auch, man kann jeden Buchstaben oder jedes Stück Wort auch in eine Zahl übersetzen. Das muss uns hier mal nicht kümmern. Gibt es einfach so eine Tabelle, da steht drin, I ist 157 und so weiter. Hier stecke ich jetzt Zahlen rein, ist ChatGPT ein durch? Und jetzt soll es nicht lernen, Immobilie ja oder nein zu sagen, sondern jetzt soll es sagen, was ist denn der nächste Buchstabe oder das nächste Stück Wort, was da rauskommt? Nichts anderes macht es. Und das macht es genau mit so einem Rechenwerk. Und es hat es gelernt, indem es einfach das ganze Internet vorne und rückwärts 100-mal durchgelesen hat und immer das Spiel gespielt hat, okay, jetzt höre ich auf, wie könnte es weitergehen? Wie könnte es weitergehen? Ja? Und Sie haben vielleicht gesehen, nicht zufällig, wenn ich hier, ich gehe noch einmal hier hin und schreibe Hello again. Sehen Sie, ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, dieses peu à peu, was da kommt, ist kein Zufall. Das liegt es genau, wie das Netz arbeitet. Und übrigens genauso, wie ich jetzt hier diesen Vortrag produziere. Ja? Wer sagt denn, dass ich es nicht genauso mache? Ich habe ja jetzt meinen Vortrag nicht auswendig gelernt. Ich sage einfach ein Wort nach dem anderen und dann schaue ich mal, was als nächstes kommt, dass das möglichst gut zu dem vorherigen passt. Also die Frage, was unterscheidet jetzt meine Intelligenz von der von diesem Netz, ist durchaus eine Tiefe. Und jetzt fragen Sie sich, wie kann denn dieses einfache Spiel, sag mir einfach, das könnte man jetzt ja spielen, wie geht dieser Satz weiter? Wie kann das denn dazu führen, dass man solche intelligente... Also ich behaupte, und es ist auch so, diese ganze Unterhaltung war nichts weiter, als dass ChatGPT einfach immer den vorherigen Text möglichst sinnvoll fortgeführt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt sagen Sie, es kann ja nicht sein, dass da sowas rauskommt. Naja, um immer unter allen Umständen das nächste Wort, den nächsten Buchstaben vorhersagen zu können, muss man mitunter sehr viel verstehen. Hier ist ein Satz. Die Energie eines Photons hängt ab von seiner, ja, was könnte da jetzt stehen? Kühlschrank, eher nicht, passt schon grammatikalisch nicht, ich muss schon Grammatik verstehen, da soll ja jetzt auch nicht seiner und oder seiner das würde nicht passen. Ich muss erstmal Sprache verstehen, da weiß ich schon, dass da wahrscheinlich ein Nomen stehen sollte. Es könnte aber auch erst noch ein Adjektiv kommen. Dann muss das Nomen auch noch in einem bestimmten Fall dastehen. Und da muss ich auch noch was über Physik wissen, um zu wissen, was da steht. Ja? Also Frequenz würde da zum Beispiel gut hinpassen. Also ein F wäre ganz gut als nächstes. Das heißt, um unter allen Umständen immer den nächsten Buchstaben vorhersagen zu können, muss ich Sprache verstehen, Grammatik verstehen, Physik verstehen, den Sinn von dem ganzen Text vorher verstehen. Klassisches Beispiel, Sie haben einen Krimi
Und ganz am Ende, im letzten Kapitel, wird dann aufgedeckt, wer der Mörder ist. Ja? Die ganze Zeit war das die Frage, in der letzten Szene dann. Und dann kommt der Text an die Stelle, wo es aufgedeckt wird. Und jetzt sollen Sie den Text fortführen. Um den jetzt so fortzuführen, wie alles passt, müssen Sie das ganze Buch vorher verstanden haben. Also man muss extrem viel verstehen, um immer das Nächste vorhersagen zu können. Vorletzte Folie und dann letzte. Ende ich mit einem Zitat. Wo stehen wir gerade? Das habe ich mit meinem Beispiel versucht zu zeigen. Was können die Dinger schon, was noch nicht? In Spezialproblemen, das überrascht die wenigsten her, sind Rechner, das schockt niemanden mehr, schon lange viel besser als uns. Ja, Schach können sie schon seit den 90er Jahren viel besser spielen. Taschenrechner gibt es schon, überrascht auch keinen. Natürlich können die tausendstellige Zahlen schneller multiplizieren als wir. Ja, genau dafür, sie können halt schneller rechnen, sich mehr merken und so weiter. Die Art von Spezialprobleme, die sie können, wird einfach immer besser. Hautkrebs können sie auch schon besser erkennen, weil einfach das Ding eine Million Bilder sich angucken kann. Das schafft ein Arzt in seinem ganzen Leben nicht oder eine Ärztin. Sprachproduktion war lange eine große Barriere. Das ist jetzt geknackt. Ja, man kann seit letztem Jahr kann man sich mit denen fast normal unterhalten. Normal unterhalten, nicht zu unterscheiden von dem eines. Schlussfolgern. So, was folgt aus wem? Ich könnte da jetzt, wenn wir das noch mehr Zeit hätten, würde ich jetzt ein paar Matheaufgaben stellen und so, funktioniert auch erstaunlich gut. Besser als manche Studierende bei uns. Ja? Also Schlussfolgern. Auch nur aus diesem, ich sage den nächsten Buchstaben vorher. Faktensicherheit, wir haben das gesehen, mit der katholischen Kirche war erst nicht richtig. Ich habe dann gesagt, nimm das und dann hat es gesagt, oh ja, natürlich, aber es stimmt auch gar nicht. Ja? Also ne, es ist dann immer sehr self-confident, selbstbewusst, aber stimmt nicht. Also das hapert noch. Interaktion, das haben wir auch gesehen, es konnte selber was nicht, aber konnte mir sagen, wenn du diese Anfrage in dieser Programmiersprache nimmst und ich mache dir ein anderes Programm, dann haben wir ja gesehen, dann kriege ich diese Karte und es stimmte. Und das fängt gerade erst an. Stellen Sie sich vor, wenn diese Dinger alles, was sie selber nicht können, aber jetzt können sie andere Sachen bedienen. Gerade musste ich das noch machen, aber das könnte das ja grundsätzlich auch selber. Planen, das habe ich jetzt nicht erklärt, na ein bisschen schon. Ne? Manchmal, um was zu machen, muss ich mir erst die Schritte überlegen, wie komme ich dahin und dann muss ich sie ausführen. Und ganz verblüffend, das erkläre ich jetzt nicht, vielleicht stellt ja jemand die Frage in der Diskussion, wenn Sie anschauen die Welt der Robotik, wenn Sie mal Roboterfußball oder sowas schauen, da machen Sie sich keine Sorgen um die Vormerkmacht der künstlichen Intelligenz. Ja? Die trippeln dann so zum Ball und dann fallen sie um. Und die Frage, warum ist denn das so? Warum klappt? Warum müssen sich jetzt Philosophen und Linguistinnen Sorgen machen, aber nicht Fußballspieler, Handwerker und so weiter? Warum hinkt die Robotik so weit hinterher? Interessante Frage, vielleicht stellt sie ja jemand. Letzte Folie, hier ist ein wunderschönes Zitat. Alle fragen sich, okay, das ist ja jetzt schon im November, die Welt steht immer noch, so toll ist das ja offenbar. Doch nicht. Es gibt dieses schöne Zitat, hier steht es auf Englisch, dass die Menschen generell, das ist so ein Bias, den man hat, so ein kognitiver, dass man denkt, jetzt passiert alles ganz schnell, ja, jetzt wird gleich, die Revolution geht ganz schnell. Tatsächlich ist das aber nicht so. Tatsächlich, was aber langfristig passiert, unterschätzen Menschen eher. Und Herr Mockert hatte das schon in seiner Ansprache gesagt, typisches Beispiel ist das Internet. Ich habe den ersten Internetbrowser, ich bin Informatikerin, in den 90ern gesehen, Anfang der 90er, ich weiß gar nicht genau, wann das war, 94 oder so. Und da war mir völlig klar, ich habe das gesehen, man kennt sich da aus und da weiß man, es wird die Welt verändern. 1994, es hat aber nicht sofort die Welt verändert, auch nicht 95, 96, da haben noch viele Leute gesagt, Internet, dieser Quatsch, das geht auch wieder vorbei. Alle Firmen, die das gesagt haben, die gibt es heute nicht mehr. Also das dauert, ne? Und dann 99 gab dann .com diese Blase und jetzt schauen Sie mal, was das Internet, also viele von Ihnen hier kennen noch die Welt vor Internet und da ist einfach eine komplett andere Welt. Dann kamen Smartphones, soziale Medien und so weiter. Also kurzfristig passiert gar nicht so viel, das sagt dieses Zitat, das überschätzt man eher.
ist jetzt ganz viel ganz schnell passiert. Langfristig unterschätzt man eher, wie revolutionär das ist. Meine letzte Aussage für diesen Vortrag ist, im Vergleich zum Internet, das, was wir gerade gesehen haben, diese KI wird langfristig die Welt noch viel, viel tiefgreifender verändern. Und das war es erstmal von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Frau Bast, für diesen einführenden Vortrag, der uns schon mal ziemlich viel überraschende Informationen über den Gebrauch und die Interaktion mit ChatGPT geliefert hat und auch für mich schon einen ersten Eindruck darüber, wie ein neuronales Netz funktioniert. Vielen, vielen Dank dafür. Da sind schon viele Fragen aufgerissen. Jetzt aber möchte ich an Professor Gerhard Lauer geben. Sie gucken auf das ganze Jahr als jemand, der eher von den Literaturwissenschaften herkommt, der einen geisteswissenschaftlichen Blick auf diese Dinge hat, aber natürlich, Sie unterrichten seit vielen Jahren die sogenannten Digital Humanities, auch nicht erst seit dem November 22 auf dieses Phänomen gestoßen bin. Was ist seit November für Sie passiert? Was waren die bemerkenswertesten Aspekte, die da jetzt neu auf uns zugekommen sind? Also das Erste, was ich gemacht habe, ist meine Weihnachtsansprache in unserem Institut mir von ChatGPT in drei Varianten schreiben zu lassen. Also erstmal ganz formell, etwas warmherziger, dann mit einem Witz. Mit Witzen gibt es auch noch ein paar Probleme bei ChatGPT, aber es wird schon besser. Also das ist jetzt leicht anekdotisch, aber es hat gezeigt, dass wir eigentlich bestimmte Dinge unterrichten. Zum Beispiel schreibe ein Konzept für eine Datenbanksache, die wir eigentlich unterrichten. Und das hat man mühevoll gemacht. Und jetzt fragt man ChatGPT und die schreiben, ob eben Datenbanksprachen oder andere Textanalysesprachen, also so Python R oder sonst etwas. Man bleibt hängen, kann dann eben, wie Sie das eben so schön gezeigt haben, nachkorrigieren und sagen, da ist ein Fehler drin, probiert es nochmal aus, probiert es dann in seinem eigenen Programm, das auch rüberzubringen. Und so plötzlich hat man einen Assistenten, der so mächtig ist, dass ich mich ehrlich gesagt ziemlich dämlich vorkomme, immer noch komme, weil tatsächlich in diesem Assistenten die Intelligenz von ziemlich vielen Millionen Menschen eigentlich drinsteckt. Also die Intelligenz, die Maschine ist, kann man diskutieren, ob eine Maschine intelligent ist, aber sie ist in dem Sinne doch intelligent, dass das Wissen, zum Beispiel eine Programmiersprache zu schreiben oder wie ich einen Text schreibe, wie sieht die Gattung einer Weihnachtsansprache aus? Dieses Wissen, das menschliches Wissen, das ist aggregiert im Großen mit riesigen, also Größen, die man sich einfach gar nicht, noch nicht mal vorstellen kann. Und es funktioniert. Zum Erstaunen, wie Sie auch zu Recht gesagt haben, also ich glaube auch die in Kalifornien waren überrascht davon, wie gut es funktioniert. Und jetzt plötzlich habe ich eine kleine Maschine in meinem Rechner und eigentlich ist dieser Rechner ein Tor in die Weltintelligenz. Also das ist jetzt leicht euphorisch gesagt, aber es steckt in mit dieser kleinen Schnittstelle über den Browser die Intelligenz bis zumindest zum Jahr 2021 der Menschheit in dem System drin. Natürlich nicht vollständig, weil nicht alles digitalisiert ist und so weiter, aber es hat noch nie eine Möglichkeit, es gab noch nie eine Bibliothek von dieser Wissensgröße. Und das ist eine völlig neue Qualität. Also wenn wir nach der Revolution auch im Titel fragen, und Sie haben ja auch diese Frage gestellt, wir konnten das nicht. Also British Library ist die größte Bibliothek der Welt, ja, aber die haben die ja nicht gelesen, die haben die Bücher in den Regalen gestehen. ChatGPT hat die gelesen. Und das ist ein Unterschied. Und jeder von uns kann jetzt diese Weltbibliothek adressieren und bekommt meistens, vor allem wenn man es richtig macht, ziemlich gute Antworten, wie Sie so schön gezeigt haben, Frau Bast. Um dieses Lesen noch mal ein bisschen besser zu verstehen, Frau Bast, Sie haben schon den Begriff des Deep Learnings eingeführt. Ich reagiere auf all das immer als Laie jetzt, wenn man nachgelesen hat, was da im Vorfeld, bevor ChatGPT öffentlich wurde, an Trainings stattfinden musste. Wie muss man sich das vorstellen? Wie lange hat das ungefähr gedauert, um diese
Maschine, die eine selbstlernende Maschine ist, durch diesen irrsinnigen Datenhaufen, sage ich mal despektierlich, durchzujagen. Wie lange hat das gedauert? Genau, also mit dem, was ich gezeigt habe, kann man das ziemlich gut verstehen. Es ist genau so ein Netz, wie ich die da angemalt habe, nur mit im Falle von GPT-3.5 175 Milliarden von diesen grünen Knoten in ganz vielen Schichten. Tiefes Lernen heißt das, man hatte gesehen, bei dem ersten Netz war das so eine Schicht, ein weißer Knoten. Beim tiefen Lernen hat man so ganz viele Schichten übereinander. Und da muss man natürlich ziemlich viel rechnen. Und das macht man. Und was man reingesteckt hat, hatte ich ja auch erklärt, den Text, und dann soll es immer das ganze Internet durchlesen und bei jedem Buchstaben raten, wie geht's weiter. Das ist das Spiel, was ChatGPT zum Training mit sich selber gespielt hat, im Wesentlichen. Kommen noch ein paar Sachen dazu. Naja, und dafür braucht man halt eine Menge Rechner. Man rechnet das auf dieses mal plus, aus Gründen, die ich jetzt nicht genau erklären kann, ist genau das, was Grafikkarten gut können, GPU. Deswegen, wenn Sie Nvidia-Aktien gekauft haben vor 10 Jahren, gute Idee, müssen Sie heute nicht mehr arbeiten, weil die sind seitdem, also Grafikkarten, die man eigentlich für Spiele genutzt hat, können genau diese Mal-Plus-Rechnung schnell machen. Und was sie dann einfach haben, sind so riesige, ich weiß die genauen Zahlen auch nicht, aber sehr viele Tausende von Rechnern, die dann über Monate das einfach rechnen. Das kostet auch ein paar Millionen, das einmal so durchzurechnen. Aber dann hat man es ja. Dann hat man die grünen Zahlen und dann kann man das machen. Und natürlich war dafür auch relevant, dass Microsoft da eingestiegen ist, weil die haben dann die ganze, Microsoft hat natürlich riesige Datenzentren und diese Rechner, und die haben das auf dieser Infrastruktur weiterentwickelt. Es gab ja schon Vorgängermodelle, GPT 1, 2, 3 und 3, 5 und 4 sind aber auf Microsoft in Microsoft-Zentren gerechnet worden. Also sehr lange, sehr teuer. Wir haben ja, das ist ja auch, gehört auch zu diesem Phänomen, dass man sozusagen täglich mit neuen Nachrichten dazu konfrontiert wird. Also gerade heute Nachmittag, als ich mich nochmal eingelesen habe für heute Abend, kam über FAZ Online die Nachricht, dass in Amerika jetzt diese Firma OpenAI verklagt wird. Die Kläger sprechen vom größten Datenklau in der Geschichte der Menschheit, also, und stellen in Frage, dass das rechtens ist, dass diese Maschinen tatsächlich alles, was im Internet ist, alle Bücher, alles Wissen einfach so sich einverleiben dürfen. Ein interessanter Punkt, können wir vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen. Mich würde interessieren, Sie sind ein Buchwissenschaftler und sind sehr stark beschäftigt mit den Fragen des Lesens, des menschlichen Lesens, und natürlich auch, wie lernt man lesend die Sprache? Also das, was wir jetzt bei diesen Maschinen an zum Beispiel Phänomen der Wahrscheinlichkeit wahrnehmen, welcher Buchstabe folgt auf welchen, welches Wort folgt wahrscheinlich auf welches, das ist beim menschlichen Lesen, wird das ja auch trainiert. Ist das eine pure Analogie oder gibt es da doch große Unterschiede im Lesen, Lernen? Wie würden Sie das beschreiben? Also vielleicht kann ich zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, also es gibt ganze tatsächliche Ähnlichkeiten. Also unser Gehirn macht voraus Annahmen bei nicht bloß Buchstaben, sondern Worte, teilweise Satzteile. Oder wenn Sie sehr trainiert sind, reicht es manchmal, Sie brauchen nur 3 Worte lesen, dann wissen Sie schon den ganzen Absatz. Und je geübter Sie sind, und das sieht man dann, wenn Kinder eben in der Grundschule lernen, da muss man wirklich von Buchstabe zu Buchstabe sein und so auf diesem Weg voranbringen, weil ja Lesen nicht angeboren ist. Anders als Sprache ist Lesen nicht angeboren. Das heißt, es ist ein kultureller Vorgang, den es halt vielleicht seit 5000 Jahren erst gibt. Also die Evolution spielt da noch in dem Sinne keine Rolle. Aber wir haben ein Wissen über die Sprache und das hat eine ganz lange evolutionäre Geschichte. Und insofern ist jeden von uns, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir ein Wissen über die Welt. Und dieses Wissen haben wir evolutionär erworben. Und was jetzt ChatGPT zum Ausgleich machen muss, weil es eben nicht 7 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte, also so grob gerechnet, was man immer zum Menschen zählt, kann man diskutieren, aber etwa 7 Millionen Jahre, das hat es nicht, sondern braucht jetzt riesige Textmengen. Und der Unterschied, Kinder brauchen viel weniger Worte, um sprechen zu lernen und dann auch lesen immer schneller
zu machen. Das ist ganz erstaunlich, dass der Mensch das kann. Und der Hauptunterschied liegt darin, dass wir haben eine Evolution in uns drin. So, unser Gehirn hat eine bestimmte Struktur. Und um das auszugleichen, müssen die Computer wirklich diese Billionen von Büchern oder Texten von einem Umfang, den man sich nicht vorstellen kann, sozusagen die Evolution zusammengedrückt in eine Bibliothek herstellen. Und auf dem Weg kommen sie jetzt voran. Und dann kommt jetzt noch was Zweites hinzu. Wir haben ganz viele unüberwachte Lernvorgänge, aber es gibt ja überwachte Vorgänge. Also es fängt damit an, es sind Texte von Menschen. Man hätte ja auch zufällige Buchstabenfolgen als Trainingsset machen, würde natürlich was ganz anderes rauskommen. Dann hat man aber auch sich hingesetzt und hat die Antworten, die ChatGPT gibt, beurteilt danach, und zwar von menschlichen Ratern, also man hat also Tausende von Menschen hingesetzt und gesagt, klingt das natürlich sprachlich, klingt das so, wie du eine Antwort erwarten würdest. Und dann hat man auch noch also mit verschiedenen Testverfahren wirklich Tausende von Menschen gefragt, das ist nicht maschinell, die gesagt haben, ja, und ich finde, die Antwort ist ein bisschen genauer als die. Und das heißt, die Maschine hat gelernt, wie wir Menschen sprachlich eigentlich die Welt bewerten, was wir als richtiges Wort finden. Und man hat, das habe ich noch vergessen zu sagen, die Texte sind nicht alles drin, also wenn sie Pläne für den Bau von Atombomben oder um ihren Nachbarn in die Luft zu sprengen oder sonst etwas suchen, dann wird ChatGPT normalerweise aufhören oder das auch sagen. Das liegt daran, dass es riesige Workforces in Kenia vor allem gibt, also Tausende von Menschen, die die Texte geputzt haben. Also von dem ganzen Mist, den wir halt auch, also wenn Sie einfach nur alle Texte aus, was Sie im Internet finden würden, durchsuchen würden, dann hätten Sie all den Mist, den wir leider auch äußern, auch drin. Der ist nicht drin. Deshalb, Sie haben das so schön gezeigt, das ist immer höflich, nett, so. Und es gibt mehrere Tests, die zeigen, dass die Antworten von ChatGPT im Vergleich zu Ärzten auf medizinische Fragen in Social Bots als qualitativ hochstehender und empathischer, also zugewandter, menschlicher sein. Warum? Weil sozusagen die Menschheit kondensiert in diesen Annotatoren oder Bewertern, Bewerterinnen, Bewertern, also muss sich Tausende von Menschen vorstellen, die diese Arbeit machen und auf diesem Weg trainieren. Und jetzt, wenn wir alle ChatGPT und auch schon die Vorformen verwenden, haben wir das System auch geholfen zu trainieren, möglichst menschlich zu antworten. Und das ist der große Fortschritt, den die eigentlich hingekriegt haben. Die haben ein intelligentes Design zwischen unüberwachten maschinellen Vorgängen und sehr menschlichen Prozessen. Wir als Menschen haben letztendlich gesagt, ja, so musst du antworten und das ist höflich, das ist zugewandt, das ist empathisch und versuche nach den sogenannten konversationellen Maximen nicht Quatsch zu erzählen. Trotzdem erzählt sie natürlich Quatsch, also die Halluzinationen können wir auch noch drüber sprechen, aber im Großen und Ganzen funktioniert das, weil dieses doppelte Design so toll gemacht worden ist. Und das muss eben Milliarden wahrscheinlich gekostet haben, das reicht wahrscheinlich Millionen nicht, um sowas zu machen. Sie haben vorhin dieses Bild verwendet, ich möchte noch gerne sozusagen bei der positiven Perspektive auf diese Neuerung bleiben, das Bild eines Tores oder eines Eingangs zu einem ungeheuren Wissen. Wenn man geisteswissenschaftlich ausgebildet ist, dann weiß man, wie lang und steinig der Weg ist, bis man weiß, wie verwende ich eine Bibliothek, wo finde ich was. Noch wahrscheinlich, als wir studiert haben, waren die Zugangshürden sehr, sehr groß, bis man überhaupt an die Texte rankam, über Fernleihen, über was weiß ich. Also wer durfte in welche Bibliothek, wer wusste, wie man an welches Wissen kommt. Und jetzt auf einmal steht das zur Verfügung, auf Knopfdruck. Ist das ein Moment von ungeheurer Befreiung? Also sind wir Menschen da in einer Situation, wo Zugangsbeschränkungen, auch Teilungen, wer darf nicht, wer kann sich welches Wissen aneignen, wer nicht, dass wir da auf einmal auf ein ganz neues Level kommen? Also das Level ist ja so hoch, dass
Regierungen, ob das nun in Peking oder in Teheran oder in Nordkorea und so weiter, ist großes Bemühen haben, das Internet abzuschalten und durch selber geschriebenes Internet, also die Kommunistische Partei in China hat das zum Beispiel extra versucht, 20.000 Leute anzusetzen, um Wikipedia abzudrehen zu können, damit eben dieses Wissen nicht reinkommt. Also von daher, man spricht ja davon, die Welt wird flach, das heißt also Hierarchien und Berge und Seen, die die Welt getrennt haben. Dieses Wissen ist zugänglich. Also wenn ich mich für irgendeine äthiopische Handschrift des vierten vorchristlichen Jahrhunderts interessiere, die Wahrscheinlichkeit, da was zu finden im Internet oder was auch ChatGPT hat jetzt einen assyrischen Text, glaube ich, übersetzen können. Das heißt, hat das Wissen der Assyrologie, das vielleicht, sagen wir mal, 150 bis 200 Jahre alt ist und nicht eine Riesen-Community ist, verwenden können, um einen bislang nicht gelesenen Text in heutige Sprachen übersetzen zu können. So. Und das ist eine Wissensrevolution, die können wir uns noch gar nicht vorstellen. Das heißt, das wird in allen Bereichen, ob jetzt hier an der Universität, in Schulen, wird es eine völlig neue Form des Lernens geben können. Frau Bast, ich habe vorhin zitiert, unter den warnenden Stimmen waren diejenigen, die für ein Forschungsmoratorium geworben haben, unabhängig von der Frage, ob sowas überhaupt denkbar wäre in diesem Bereich, ging es da immer wieder um diese Formel, die Kontrolle über diese Sachen bekommen oder erhalten. Der Sam Altman von OpenAI hat gesagt, wir haben bewusst nicht mit ChatGPT-4 begonnen, weil das hätte die Leute völlig überfordert. Wir haben sozusagen künstlich eins tiefer angesetzt. Diese Frage des Kontrollierens für Sie als Informatikerin, ist das tatsächlich überhaupt noch eine Domäne, wo man über Kontrolle reden kann? Oder ist das etwas, was uns letztlich schon längst entglitten ist, also wo wir sozusagen nur noch tastend, schwimmend uns bewegen? Zwei Sachen dazu. Erstmal, das ist ganz interessant, das wissen, glaube ich, viele Leute nicht. Tatsächlich hatte im November letzten Jahres OpenAI, die sind da wahnsinnig clever mit PR, schon seit 10 Jahren, wenn man das verfolgt hat, die waren viel besser als andere mit ihrer PR. Die hatten sowohl 3, 5 als auch 4 schon fertig. Und sie wussten, dass 4 viel besser ist. Und sie haben extra erstmal 3, 5 auf den Markt gebracht, was schon ziemlich gut war, aber auch ziemlich viele Fehler gemacht hat. Einfach in dem Wissen, dass die Leute dann sagen, oh, das ist ja toll, aber das ist ja noch ziemlich doof. Da müssen wir uns noch nicht so viel Sorgen machen. Ziemlich geniale PR-Strategie, muss man sagen. Das heißt, und 3 Monate später, das sah dann so aus, oh wow, in nur 3 Monaten haben sie dieses wahnsinnig viel bessere Produkt auf den Markt gebracht. Nein, nein, das hatten die da schon, das haben die da auch schon 2 Jahre oder so entwickelt. Aber sie haben es extra zurückgehalten, weil wenn man erstmal was sieht, was schon ganz gut ist, aber noch lauter Fehler macht, da ist man doch erstmal beruhigter. Also sehr, sehr cleverer strategischer Schachzug. Und zur zweiten Frage, ich würde da gar nicht so sehr von Entgleiten reden. Wir haben es ja gerade erlebt mit dem Internet, wenn Sie sowas in die Welt bringen, so eine Technologie, die alles verändert, dann kann man einfach nicht vorhersagen, was passiert. Ja, also die Zukunft ist extrem schwer vorherzusagen, immer, aber vor allem, wenn alle Karten neu gemischt werden. Ja? Also ich meine, unsere Gehirne sind ja Maschinen, um die Zukunft möglichst gut vorherzusagen. Sie auch, Sie wissen jetzt ungefähr, wie es hier weitergeht. In 1,5 Stunden gehen Sie wieder nach Hause. Das machen wir ja alle die ganze Zeit, ne? Immer so die unmittelbare Zukunft vorherzusagen. Aber wenn dann alle Karten neu gemischt werden, und in so einer Situation sind wir gerade, das kann man, also das Disruptive kann man wirklich nicht, darf man nicht unterschätzen, dann ist einfach unklar. Keiner weiß das. Und dann ist es ganz normal, dass sich dann die Menschheit so grob aufteilt in 2 Personen, die sagen, in 2 Gruppen, die einen, die eher sagen, naja, wir haben es bisher immer irgendwie geschafft, manchmal auch durch tiefe Täler, und die anderen, die sagen, oh, ich mache mir große Sorgen. Also es ist alles, und welche dazwischen, ist alles völlig berechtigt und normal. Aber wichtig ist einfach, also die Karten werden komplett neu gemischt, und wie es jetzt weitergeht, weiß kein Mensch. Das kann man einfach nicht wissen, das muss man quasi sich ausspielen lassen, und das wird jetzt passieren.
Und würden Sie auch zustimmen, dass gerade im Bereich der Digitalisierung es eigentlich immer zu diesen Fortschrittsschritten bisher gehört hat, dass wir etwas in die, also wir als Menschen etwas in die Welt setzen, bevor wir eigentlich genau, also so etwas wie Technikfolgenabschätzung zum Beispiel betreiben können, sondern es geschieht, es wird Realität und dann müssen wir lernen, damit umzugehen. Ein ziemlich besonderer Vorgang in der Menschheitsgeschichte, oder? Würde ich gar nicht sagen, das muss so sein. Wenn Sie zurückgehen, werden Sie das Dampfmaschine, Buchdruck und so weiter, die haben auch immer komplett die Welt, also als dann oder als das Auto kam, dann war es vorbei mit den Pferdekutschen und so. Ganze Industrien gehen dann zugrunde, ganze Gesellschaftsformen ändern sich, Mobilität hat sich dann geändert. Natürlich ist es dann gut, zumindest so in die unmittelbare Zukunft zu schauen und zu sagen, ist das jetzt eine ganz schlechte Idee, dann sollte man es nicht machen, aber es kann ja gar nicht anders funktionieren. Man bringt was Neues in die Welt und dann muss man sich halt so viel Mühe geben wie möglich, damit nichts Schlimmes passiert. Aber neu ist das natürlich nicht. Das passiert die ganze Zeit und ist auch in der Geschichte schon oft passiert. Ich habe ja gerade ein paar Beispiele genannt. Man muss aber sagen, dass die Schlagzahl gerade enorm erhöht ist. Also das Internet, alle die schon davor ein paar Zeit lang gelebt haben, hat wirklich die Welt ist eine komplett andere, seit es das Internet gibt, seit alles mit allem vernetzt ist. Soziale Medien, was ja die Gesellschaft total verändert, ist eine Folge davon. Das ist gerade mal 25 Jahre her, jetzt kommt schon das Nächste. Also das ist noch gar nicht ganz verstanden, jetzt kommt schon das Nächste, noch größere. Also die Schlagzahl, mit der sich gerade Sachen verändern, ist einfach enorm hoch. Und das sehen wir ja, was das politisch und gesellschaftlich, Leute sind ja wahnsinnig verunsichert, zu Recht, weil halt so alles, was so gegolten hat, da also kann man sich nicht mehr drauf verlassen, ne? Und es ist unklar, wie es weitergeht. An Sie beide die Frage, also wenn man über die Phänomene spricht, die zutiefst besorgniserregend sind, wie zum Beispiel, man kann nicht mehr unterscheiden, ob ein Text von einem Mensch oder einer Maschine entstanden ist. Und bei Texten ist es vielleicht noch so ein bisschen okay, aber gehen wir mal auf den Bereich der Bilder, die ja viel manipulativer sein können, also die Menschen in bestimmten Zusammenhängen zeigen, in denen sie nie waren. Oder wir alle haben diese eher seltsamen Bilder gesehen, wo auf einmal der Papst seltsam angezogen auftaucht oder so. Sie wissen, wovon ich rede. Macht es in diesem Bereich für Sie überhaupt Sinn, über sowas wie Regulierungen nachzudenken? Also auch wenn die Analogien zur WHO oder zur Atomenergiebehörde sowieso skurril sind, aber ganz grundsätzlich, macht es für Sie Sinn, wäre es eine Notwendigkeit, wäre es wünschenswert, Dinge zu regulieren, oder ist das, wenn ich Sie zuletzt richtig verstanden habe, eher etwas, wo man sagen muss, das geschieht jetzt einfach? Also ganz kurz dazu, es gibt Bereiche, da würde ich mir weniger Sorgen machen und Bereiche, da würde ich mir mehr Sorgen machen, und oft ist die Aufmerksamkeit in den Medien eher so verkehrt. Es wird da gerade verkehrte Welt, redet man viel über die Sachen, wo man sich vielleicht nicht so viel Sorgen machen sollte. Bei dem Thema Fälschung, wissen Sie, wenn Sie jetzt die Welt mit irgendwas überhäufen, von dem alle wissen, das könnte jetzt auch falsch sein, dann verliert es einfach seinen Wert. Ja, das ist dann widmet man, schaut man auf anderen Wegen, wo man Echtheit oder Vertrauen oder sowas findet. Da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen. Wenn ich jetzt ab heute weiß, okay, oder man kann jetzt Geldscheine einfach nachmachen. Jeder kann so einen Geldschein kopieren. Naja, dann muss man was anderes finden. Dann hat das Geld dann jetzt keinen Wert mehr. Und dann wird man auch was anderes finden. Also man wird dann andere Wege finden, wie man Vertrauen, Echtheit irgendwie nachprüfen kann, die man nicht so leicht fälschen kann. Also an der Front mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen. Wie sehen Sie das? Also historisch haben Gesellschaften ja immer auf solche technologischen Innovationen mit Regulierung, welcher Art auch immer, reagiert. Als es zum Beispiel die Menschheit gelernt hat, Haustiere zu haben,
mussten sie anfangen, sie zu zählen, sie müssten sie organisieren, musste Futter machen und so weiter. Daraus ist die Schrift entstanden vor grob gesagt 5000 Jahren. So, also man hat es reguliert, dann hat man überlegt, wenn man Dampfmaschinen hat, ja, die sollte man vielleicht, weil die am Anfang explodieren, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wo man die hinstellt und so weiter. Gab es viele Regulierungsprobleme. Dann kam die Eisenbahn auf, dann hat man überlegt, kann man das zumuten, gibt es nicht psychische Schäden und solche Sachen. Und dann hat man das eben auch versucht, darf nur so schnell fahren und so weiter. Und heute fahren die 300 Kilometer, oder wenn die Bahn mal fährt, also fährt sie 300 Kilometer oder könnte sie fahren, ja. Aber es gibt eine Regulierung dafür. Und genauso ist es ja dann mit dem Internet. Nur jetzt, und da komme ich zu dem Punkt, den Sie zu Recht gemacht haben, die Schlagzahl ist so schnell, dass Organisationen wie die EU oder die Bundesregierung große Probleme haben, überhaupt Schritt zu halten. Also eine Regulierung zum Beispiel für das Internet. Sie kennen alle die Diskussion um Fake News und andere Sachen, weil eben da die Vorstellung ist, das muss irgendwie gesellschaftlich reguliert sein. Aber wie macht man das? Und dann ist schon der nächste Schritt da, also Bilder zu erzeugen. Also jeder Schüler, der Dream-App hat auf seinem Handy, kann also ungefähr jedes Bild herstellen, wenn sie eins und eins zusammenzählen kann. So. Also das heißt, die Regulierung ist wirklich sehr, sehr hinterher. Aber das ist ja jetzt gerade eine Sache, wo wir eine Schwierigkeit haben. Wie sieht eine Gesellschaft aus, die eine so hohe technische Schlagzahl hat, die aber zugleich als Gesellschaft, naja, man kann die Zahl der Juristen oder auch juristisch gebildeten Fachanwälte und so weiter nicht in demselben Maß erhöhen, um das so einfach zu regulieren. Dazu kommt, das Internet ist ja das beste Beispiel, es hilft ja nichts, wenn die EU das macht, das sind alles Weltphänomene. Und da gibt es massive Interessen. Also die KI-Investitionen in China ist, glaube ich, der bekannteste Fall. Dass das natürlich völlig wurscht ist, was die Bundesrepublik macht, da wird es einfach in einem ganz anderen Skala in China die Forschung dort vorangehen. Und es ist auch wurscht, ob irgendwelche amerikanischen oder kalifornischen Leute sagen, ja, wir sind jetzt, machen jetzt mal, denken mal jetzt 6 Monate drüber nach. Das wird nie weltweit funktionieren. Das heißt, wir gehen jetzt in eine Richtung von einer Weltregierung, die es nicht gibt. Also ich meine, wenn es eine ohnmächtige Institution gibt, dann eben die UNO. Die suchen ja immer einen Generalsekretär, der nicht mächtig ist. Ja? Und dann hat er die Chance oder sie die Chance, vielleicht mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu haben. Aber es ist super, super schwierig. Aber es ist klar, das kann man, also diese Pandora-Sachen kann man nicht in der Büchse halten. Und das ist eben seit Jahrtausenden so. Aber mit der Geschwindigkeit und dem Regulierungsbedarf in einem weltweiten Maßstab hat es eine völlig andere Dimension. Die Leute müssen sich irgendwie zusammensetzen. Also wir müssen darauf achten, dass wir die Internetkabel, die die Welt verbinden, achten. Ja? Aber wir wissen, alle Militärs sind spezialisierte U-Boote, mit denen die da ranfahren können und die abhören können, umleiten können und so weiter. Also so, wie regulieren wir das? Ja? Also nur allein Internetkabel, und da reden wir wirklich über die Hardware der Sache, noch nicht über die Softwareregulierung. Und klar, also Gesellschaften müssen es regulieren, aber wir sind ziemlich überfordert als Gesellschaft, und damit meine ich nicht nur die Bundesrepublik, sondern als Weltgesellschaft, weil die ist gefordert, das tatsächlich in den Griff zu kriegen. Frau Bast, Sie haben gerade beim Thema wahr, falsch, Fälschung und der Regulierung gesagt, das wäre ein Bereich, wo Sie sich eher weniger Sorgen machen. Wo sind die Bereiche, wo Sie sich Sorgen machen? Ja, und da weiß nicht, ob Sie da die richtige Frage. Sorgen ist ja eher, das ist ja eher so ein Persönlichkeitsding. Also ich mache mir jetzt, ich finde jetzt Sorgen für mich persönlich eher unproduktiv. Ich verstehe, wenn sich Menschen Sorgen machen. Und natürlich, naja, ganz kurz, das ist ja jetzt nicht meine Expertise, wenn so Leute wie Geoffrey Hinton, auch einer der großen KI-Forscher-Kollege, sich da Sorgen machen, dann ist das fast immer, dass das in falsche Hände gerät. Und das ist ja ganz, das kann man auch relativ leicht verstehen. Schauen Sie, Atombombentechnologie, wenn Sie die jetzt in die Hände kriegen, können Sie auch nachlesen, das geht nicht mit 3, mit 5, mit 17 Leuten, da brauchen Sie irgendwie einen ganzen Staat für, um das, müssen Sie die Anlage bauen und das Uran kriegen, und da gehört so viel dazu, um das machen zu können. Ja, das können Einzelne nicht und auch kleinere Gruppen und auch größere Gruppen nicht.
Aber hier mit der ganzen digitalen Welt, ja, und gerade wenn man in dem Bereich ist, wie ich seit 30 Jahren, da können Sie ja mit relativ wenigen Leuten wahnsinnig viel machen. Nehmen Sie so eine Firma wie Google, das ist so eine typische Garagenfirma, 10, 20 Leute haben da angefangen und indexieren mal gerade, bauen eine Suchmaschine fürs ganze Internet, die dann irgendwie 100 Millionen Leute benutzen. Das ist so was ganz Spezielles vom Digitalen. 10 Leute machen was, was dann die Welt von 100 Millionen Menschen verändert. Soziale Medien ja auch so. Einer postet was und die ganze Welt dreht durch irgendwie, weil es auch gleich alle erreicht. Das heißt, dieses wenige Leute können einen wahnsinnigen Impact haben. Und das jetzt mit KI, wenige Leute können jetzt irgendwelche Programme schreiben, die dann ganz viel machen. Das ist, glaube ich, wo so eine berechtigte Sorge ist und was auch wieder schwer vorherzusagen ist. Aber dazu, weil ich jetzt von Natur aus ein optimistischer Mensch bin, man kann immer die Sorgen betonen, aber das ist jetzt auch wieder nichts Neues. Hier gibt es natürlich die Schurken und Bösen und die, die eher die Welt brennen sehen wollen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch die, die das nicht wollen und die haben ja dieselbe Technologie. Ja? Facebook, Meta ist ein gutes Beispiel. Jetzt haben sie die Leute, die da Spam mit KI generieren in Massen. Aber dann gibt es noch viel schlauere Leute auf der anderen Seite, die das auch erkennen und verhindern und automatisch wieder rausfiltern. Und dieses Spiel zwischen den beiden Seiten, das hatte man ja schon immer. Ja? Die einen versuchen das, die versuchen Codes zu knacken und die anderen versuchen die Codes sicherer zu machen. Und auf der Ebene ist es dann wieder dasselbe wie immer. Also da denke ich, ich gehe davon aus, dass wir da auch erfolgreich sein werden. Also es wird Leute geben. Und vielleicht noch ein tröstlicher Gedanke, wenn ich darf, weil es gerade um China und so weiter ging. Das finde ich ganz spannend und macht mich auch optimistisch. Diese Technologie kann jetzt jeder benutzen. Ne? Russland, China, USA, Deutschland, jedes Land kann die benutzen. Aber einen ganz tröstlichen Gedanken finde ich, die Leute, die das entwickeln, so technologieaffine Leute, interessanterweise, da könnten wir jetzt lange drüber reden, sind das ja so eher so liberaler eingestellte Leute. Ne? Die ersten Leute, die Russland nach dem Angriff da die Ukraine verlassen haben, das waren die ganzen Software-Leute, die Softwareentwickler, die wollen mit sowas nichts zu tun haben. Die sind ja gleich mal abgehauen aus dem Land. Die sind jetzt alle in den USA und sonst so. Russland hat dann jetzt, also die haben jetzt nicht mehr so viel Intelligenz für Softwareentwicklung. Und das war schon immer, schauen Sie sich mal die Diktaturen an, Nordkorea oder sonst was, da sitzt jetzt nicht die Intelligenz her. Ne? Und das ist schon mal ein Schutz. Und der andere Schutz bei diesen Sprachmodellen, nehmen Sie so ein Land wie China. USA ist ja so eines der unreguliertesten Länder. Deswegen sind da auch so Sachen wie Facebook und Meta. Europa versucht ja so einen Zwischenweg zu fahren. China, in China kann man doch nicht so einen Chatbot entwickeln. Dieser Chatbot, der muss aber auch unbedingt die kommunistischen Ideale vertreten, ja, sonst kommt der mal nicht an die Öffentlichkeit. Und das beißt sich natürlich mit der Intelligenz tatsächlich. Und das ist das Letzte, was ich jetzt gerade noch an der Stelle sage. Sie hatten es ja kurz angesprochen. Dieses Trainieren ist immer so ein zweistufiger Prozess. Einmal, was ich gezeigt habe, diese hohe Intelligenz, und dann darüber, man nennt das Alignment, quasi die Erziehung, man gibt dem Ding so eine Persönlichkeit, wie es sich jetzt verhalten soll. Und was man rausgefunden hat, und dieses ChatGPT hat so eine ganz, Sie ja übrigens auch als Menschen, ne, so eine ganz dünne Schicht an Kultur da oben drüber, wenn man die wegnimmt, durch einen Hirnschaden oder durch Umwelteinflüsse, dann drehen sie auch alle durch, und das ist da auch so. Und je dicker die Schicht ist, die man da drüber macht, desto blöder werden die. Ja? Das ist ja tatsächlich ein Trade-off. Das heißt, wenn Sie da ganz viel drüber machen und du musst jetzt hier dich an die Ideale des Kommunismus halten und das darfst du nicht sagen und so auf jeden Fall auch nicht, und das ist natürlich in diesen Ländern wie China ungeheuer wichtig, desto blöder sind die dann auch. Und das ist auch wieder ein interessanter Schutzmechanismus. Das ist wirklich sehr interessant. In der Tat. Ja. Ich möchte gerne, bevor ich Ihnen jetzt auch endlich Gelegenheit gebe, noch Fragen zu stellen, ich möchte auch auf einen Punkt kommen, der scheinbar nebensächlich ist, aber in unseren Tagen, glaube ich, einfach nicht mehr nebensächlich behandelt werden darf. Nämlich, das ist der Aspekt der Energie, die
diese Maschinen brauchen, um überhaupt lernen und funktionieren zu können. Ich zitiere mal einen ganz wichtigen Kollegen von Ihnen, Christoph Meinl, der sagt, angesichts, gerade ChatGPT war gerade auf dem Markt, wenn wir den aktuellen Wissens- und Technikstand jetzt massenhaft in unzählige Produkte überführen würden in der realen Welt, dann würde dies das Klima wegsprengen. Wir müssen Wege finden, die KI nicht nur besser, sondern vor allem energieärmer zu machen. Also das, was wir schon aus unserem täglichen Gebrauch, jeder, der YouTube-Videos anschaltet etc., muss wissen, was er da verbraucht. Aber jetzt angesichts dieser Datenmenge und dieser, naja, auch millionenfachen erstmal Testreihen, die da laufen, wie schätzen Sie das ein? Also es ist, glaube ich, klar, dass der Energiehunger exponentiell wächst. Aber da würde ich mir erstmal jetzt über ChatGPT auch nicht so sehr die Sorgen machen, sondern ich sage immer meinen Studis, also wenn ihr jetzt alle so hier auf dem Campus grün werden wollt, da können wir Bäume pflanzen und so weiter. Aber wenn wir uns hier an der Uni mit 30.000 Leuten, die da so rumspringen, einen Tag lang mal keine Social Media verwenden würden, das würde man sehen. Das hatte echt einen Effekt drauf. So. Das ist aber ganz unwahrscheinlich. Es ist ganz unwahrscheinlich, dass zum Beispiel die jungen Menschen bei uns auf dem Campus, auch die Älteren, nicht mehr im Internet nachgucken würden und da noch ein Bild hochladen würden, also letztendlich auf ihrem Browser und so weiter. Das heißt, deshalb bin ich ganz skeptisch, dass es irgendeine Möglichkeit gibt. Es gibt die sogenannte Degrow-Bewegung, also wir müssen weniger Energie verbrauchen, wir müssen weniger Wachstum haben und das würde den Planeten retten. Ich glaube, der Weg ist uns versperrt. Das heißt, wir werden einen größeren Energiehunger haben und denken Sie daran, das Internet ist ungefähr bei der Hälfte der Weltbevölkerung erst angekommen. Die andere Hälfte, sollen wir sagen, ihr dürft nicht ins Internet, das ist, glaube ich, kein gangbarer Weg, würde ich jetzt mal vorsichtig andeuten. Das heißt, wir müssen Wege finden, wie das intelligenter gemacht werden muss, also wie neue Energiesysteme aussehen. Aber es gibt keinen Weg daran vorbei, aus meiner Sicht, mit einem Schrumpfung darauf zu reagieren. Also kommt es tatsächlich auf technische Lösungen an, anderen Umgang, andere Regulierung. Da gibt es verschiedene Wege, was man da machen kann. Aber den umgekehrten Weg, den halte ich für völlig gut gemeint, würde ich mal sagen. Zusagen, die großen Verbraucher unserer Zeit sind nach wie vor Verkehr, Schwerindustrie, ja. Haushalte, Großindustrie. Ja. Also die physikalische Welt ist weitaus energieverzehrender als die digitale. Die spielt da gerade noch nicht die große Rolle. Also, wie soll ich darauf reagieren? Erstmal bin ich Ihnen dankbar für den Hinweis, den ich am Anfang nicht gemacht habe, dass der Teil der Menschheit, die überhaupt damit im Moment umgehen kann, noch ein relativ kleiner ist. Und Sie, Frau Bast, wissen wahrscheinlich noch viel besser, dass auch der Zugang zu diesen gigantischen Rechnerleistungen auch noch nicht jedem offen steht. Das ist ja auch teuer, aber auch man muss an die Dinger ja auch rankommen. In der Tat, wenn ich mir vorstelle, dass das, was Sie uns jetzt mal kurz spielerisch hier vorgeführt haben, von uns allen in der nächsten Zeit, wir wollen das ja wissen, wir wollen es ausprobieren und wir werden dann feststellen, also ich weiß nicht, wie lange ich noch meine Texte für das Jahrbuch hier selber schreibe, wenn der ChatGPT das so viel schneller und besser auf den Punkt bringen kann, ich quäle mich damit 3 Wochen rum, dann werden wir das alle benutzen. Ja, stattdessen dann nicht nach Mallorca fliegen oder nach USA und den Überlandflug canceln, können Sie die ganze Zeit GPT benutzen, das ist besser fürs Klima. Also insofern. Genau. Ja, also die Empfehlung nehme ich gerne auf und gebe sie gerne weiter. Ich wollte es nur anmerken, damit die Relationen klar sind. Damit die Relationen klar sind. Liebes Publikum, wir haben hier ein Mikrofon extra für Sie eingerichtet, damit alle anderen Sie auch gut verstehen können. Bitte, wenn Sie netterweise zum Mikrofon gehen und Ihre Frage stellen. Dankeschön. Ich würde sagen, so etwas wie ChatGPT ist eine Simulation natürlich sprachlichen Verhaltens von Menschen, aber eine Simulation. Es
ChatGPT versteht nicht, was es gelesen hat. Das hat zwar, es weiß, es gibt einen Unterschied zwischen Gedichten und Sachtexten und Romanen und so weiter, weil eben das alles gelernt wurde, das ist Trainingsmaterial, die sogenannten Trainingssets. Deshalb hat es ein Verständnis von unterschiedlichen Textsorten, dass es verschiedene Autoren gibt, dass manche Texte so komische Zeilen haben und viel weißen Rand, das nennen wir Gedichte, aber es hat kein Verständnis vom Gedicht im Unterschied zum Roman oder zu einem Sachbuch von Herrn Brecht oder so etwas. Und trotzdem funktioniert es, dass sie darüber, und das ist schon im Februar, gab es schon die ersten künstlich hergestellten Bücher von Laien. Die haben ein Kinderbuch, Texte schreiben lassen, illustrieren lassen, das ging schon raus. Ist noch nicht Hölderlin, ja, das ist klar. Aber es ist erstaunlich, dass es so einfach geht. Jetzt ist für Manga in anderen Bereichen, im Kulturbereich, zum Beispiel im Science-Fiction, Fan-Fiction-Bereich, die haben Manuskriptannahmestopps erlassen, weil die überschwemmt werden mit Manuskripten, die von diesen, also mindestens ChatGPT assistiert geschrieben worden sind. Und da reden wir über Zahlen, das hat es einfach noch nicht gegeben. Das heißt, es gibt eine Explosion der Kreativität, die maschinengestützt ist. Und das ist schon verrückt. Aber keine dieser Maschinen hat ein Verständnis, ich habe jetzt ein Gedicht geschrieben. Das, die Maschine sagt er auch, wenn Sie ChatGPT fragen, würde er sagen, ich bin keine Person, ich habe in diesem Sinne keine Intelligenz, sondern die Intelligenz ist aggregiert aus unserer menschlichen Intelligenz und durch die Maschine, durch diese neuronalen Netze, durch diese Rechenprozesse letztendlich wieder ausgespielt. Aber es sind Menschen eigentlich, die zu Menschen reden, wenn man genau hinguckt. Gut, ich habe ja eine andere Frage bekommen, obwohl ich zu der Frage bitte leicht andere Meinung habe. Aber ich sage nichts dazu, weil ich habe die Frage ja nicht bekommen. Nur ganz kurz. Schießen Sie los, kommen Sie. Nein, nur ganz kurz. Ich möchte die andere Frage gerne beantworten. Ganz kurz. Bei Menschen ist auch nicht immer so klar, ob die verstehen, was sie da so machen und sagen. Wenn sie Leute manchmal reden hören, ich habe das am Anfang extra so ausführlich erklärt, also bei manchen Leuten hat man auch das Gefühl, die produzieren Sprache, ohne wirklich zu verstehen, was sie da tun. Ja, Politiker machen das gern, Leute, die viele Reden halten, aber auch meine Studierenden machen das gerne, wenn sie was nicht richtig verstanden haben. Ich rede ja sehr viel, Sie haben das ja schön gesagt in Ihrem Anfangsstatement, das ist so ein sehr mächtiger Assistent, ChatGPT, macht auch Fehler, aber... Also es ist erstaunlich, wie ähnlich das ist, so wenn Menschen was noch nicht ganz verstanden haben. Die machen das so ganz genauso. Die plappern dann so Sachen nach, die sind schon mal ganz gut, aber es stimmt noch nicht ganz. Also es ist frappierend, wie ähnlich das noch sich ist. Also ja, da sind Fehler, aber Menschen machen auch Fehler und verstehen auch vieles nicht und tun es trotzdem. Und die Frage an mich, wie dieses neuronale Netz lernt, diese Verdrahtung ist fest, da könnte ich jetzt viel zu erzählen, aber das geht, glaube ich, hier zu weit. Da gab es von Google 2017 ein Papier, Transformer, das steckt ja auch im Namen GPT, das T steht für Transformer, das ist einfach eine bestimmte Netzwerkarchitektur, die man einfach irgendwann mal rausgefunden hat, die für alle möglichen Probleme gut funktioniert. Das heißt, diese Verdrahtung ist fest und dann hat man einfach nur, okay, hier unten kommen Zahlen rein, 52 Quadratmeter, 275.000 Euro, oben ist eine 1 und jetzt schaue ich einfach, wie muss ich meine Zahlen verändern, das kann man mathematisch ausrechnen, sodass ein bisschen mehr 1 rauskommt. Die Funktion, das mal plus ist fest, diese Funktion, diese Sigma-Funktion, Sigmoid-Funktion ist fest, die Verdrahtung ist fest, ist einfach nur immer ausrechnen. Aber auch da wieder, nur mal als Andeutung, in unserem Gehirn ist das auch nicht so anders. Ja? Das ist ganz viel Illusion, wenn Sie sich irgendwie mit Buddhismus oder solchen Sachen beschäftigen, da ist ja immer ganz viel von Illusionen die Rede. Und was damit gemeint ist, ist, ich meine, Sie fühlen sich irgendwie, Sie haben so ein Gefühl von sich als Mensch oder so seelische Entität, aber tatsächlich, ich meine, ganz genau weiß man es ja nicht, aber da passiert ja vor allem ganz viel, dass man auch relativ gut inzwischen nachvollziehen kann. Ne? In ihnen passiert das ja auch irgendwelche Reize und dann macht das irgendwie, es ist nur alles unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle. Also die Analogien
Und das ist ja auch das Tolle, diesen Aspekt haben wir noch gar nicht angesprochen, aber er passt ja wunderbar, wo wir hier in der katholischen Akademie sind. Das Verrückte ist ja, dass über diese Systeme, über diese neuronalen Netze, wir unglaublich viel, und das passiert auch gerade schon, über uns selber lernen, wie wir eigentlich funktionieren, weil die Ähnlichkeiten sind so frappierend. Und Menschen zu verstehen, das ist ja schwierig, ne? So ins Gehirn reingucken, man kann da Elektronen drauf machen, aber das ist so sehr grob und so, ja, aufschneiden kann man nicht, wenn die noch leben. Aber in so eine Maschine, da können sie ja reingucken, ausprobieren, anders verdrahten, schauen, was reinkommt. Und das Verrückte ist, dass man über die neuronalen Netze gerade, und das ist auch schon seit Jahrzehnten passiert, dass wahnsinnig viel über uns selber lernen. Und vielleicht nur mal eine Andeutung, weil das so spannend ist. Angefangen hat das ja vor 10, 15 Jahren mit der Bildverarbeitung. Das ist ja einfacher als Sprache, dass man auf einmal Bilder, ein sehr schwieriges Problem für die Informatik, erkennen konnte, genauso gut wie Menschen. Was man relativ schnell herausgefunden hat, dass die Netzwerke, die das machen, bis in Details hinein frappierend ähnlich sind zu den Netzwerken, die da hinter unserem Auge sind, unserem virtuellen Kortex. Sogar die Architektur, die Verdrahtung ist dieselbe. Ja, die Zäpfchen und Stäbchen auf der Netzhaut entsprechen noch relativ genau den Pixeln. Auch da nimmt man so Farbwerte wahr und wie das dann verdrahtet ist. Und dann visueller Kortex, der hat dann auch noch so mehrere Stufen. Und dann werden irgendwann Linien erkannt und Formen erkannt. Und die neuronalen Netze, das ist so frappierend, wie ähnlich sich das ist. Also es ist schon, ja, es ist einfach frappierend. Und jetzt bei der Sprache sehen wir da wieder so ähnliche Sachen. Ja, das berührt ganz viele Aspekte. Man kann dazu jeder Frage unendlich viel spannende Sachen sagen. Das sind ja sehr spannende Themen. Intelligenz ist ja nicht nur die Anzahl der Neuronen, sollte man da erstmal zu sagen. Also es ist sicher ein Maß, so mit 3 Neuronen, wie da am Anfang, mein kleines Netz, da können Sie noch nicht so viel wuppen. Ja? Man braucht schon so mehr. Mit 175 Milliarden geht es ganz gut. Aber Sie hatten das ja erwähnt, vielleicht geht es ja auch mit viel weniger. Kinder lernen mit viel weniger Sprache. Vielleicht, wenn man das geschickter verdrahtet, die Funktionen ein bisschen anders macht, dann geht es schon mit 100 Millionen. Irgendwann passt das dann auf ein Handy oder so. Ja? Da arbeitet man dran. Dieselbe, also wann genau, bei welcher Menge von Neuronen und welcher Verdrahtung und welchem Lernen genau welche Intelligenz entsteht, das weiß man ja noch gar nicht so genau. Gar keine Idee, was Intelligenz jetzt irgendwie quantifiziert ist. Wir wissen ungefähr, wie viele Neuronen im Hirn sind, aber daraus irgendwie auf die Intelligenzstruktur zu schließen, weil es klar ist, dass die Architektur so schwierig zu verstehen ist, und da sind wir bestenfalls in den Anfängen. Und ein anderer Aspekt, um mal wieder die Analogie zum Menschen, die ich so gern bemühe, wir, bei uns ist ja evolutionär auch so ein Gehirn entstanden, weil es ja kein Mensch, warum haben wir überhaupt ein Gehirn? Völlig unklar. Es hat sich so entwickelt aus Gründen. Aber wir haben ja einen Trade-off, ja? Als Organismus darf das irgendwie nicht zu groß werden, weil man muss das ja am Laufen halten. Ja? Das braucht jetzt schon wahnsinnig viel Energie. Wenn das doppelt so groß wird, Aliens stellt man ja oft so dar, dann man braucht irgendwie zu viel Energie, und das kann irgendwie der Körper nicht leisten. Das heißt, das ist hier irgendwie so eine optimale Lösung zwischen, was man mit vernünftigem Aufwand ernähren kann über den Rest des Körpers und was so halbwegs gut funktioniert. Diesen Trade-off haben die neuronalen Netze natürlich nicht. Da mache ich einfach ein doppelt so großes Data-Center und finde da andere. Also die haben nicht das Problem. Und was ja so ein bisschen dahinter steckte, war die Frage, ob das irgendwann schlauer ist als wir. Und klar, also ist es ja jetzt schon in vielen Belangen. Und irgendwann, da sind sich, glaube ich, alle einig, wird das auch auf eine sehr universelle Art schlauer sein als wir, was dann auch wieder Leuten Sorgen macht. Was aber ja kein grundsätzliches Problem ist, solange man irgendwie kooperiert. Aber da sind wir schnell, die Frage hat noch keiner gestellt, ich beantworte sie auch vorher nicht. Das ist ja alles noch im
Rechner. Das läuft ja noch nicht rum. Ne? Also solange wir keine Robotik haben, das ist ja was anderes. Ich sitze ja nicht nur, ich habe hier ein Gehirn und produziere Ausgabe, aber ich habe ja auch noch einen Körper, kann rumlaufen. Das ist ja bei ChatGPT und so weiter gerade noch nicht der Fall. Und warum ist das eigentlich so? Aber das war ja nicht die Frage. Ich glaube, die richtige Art, darüber nachzudenken, was diese, ist ja gerade erst der Anfang. Also das darf man ja nie vergessen, gerade funktionieren Sachen noch nicht, aber das entwickelt sich ja rasant vorwärts. Ich glaube, die richtige Art, darüber nachzudenken, was diese neuronalen Netze, diese Sprachmodelle oder diese KIs, wie immer man sie nennt, sind, das ist so eine neue Spezies, die in die Welt kommt. Ja, wie Science-Fiction-Filme schon seit 100 Jahren vorweggenommen haben, das ist wie so eine neue Spezies, die jetzt in der Welt ist. Und wie das immer so ist mit verschiedenen Spezies, das kann gar nicht so anders sein. Das knüpft auch an die andere Frage an. Jede Spezies muss sich irgendwie, man kann nicht alles können. Ja? Sachen kosten Energie und so. Es gibt immer irgendeinen Trade-off, ich mache jetzt das besser und das weniger gut. Die werden ja irgendwie anders sein als wir. Und dann wird das ein Miteinander sein. Und hier ist es ja eine Spezies, die wir in die Welt gebracht haben. Das heißt, wir haben ein Wörtchen mitzureden. Ja, da wird sich jetzt also eine Spezies entwickeln. Mal schauen, wie viel wir davon noch mitbekommen. Die können sehr viele Sachen viel besser als wir, aber andere Sachen können wir besser. Und das ist ja erstmal was Gutes. Und dann wird sich da so ein Miteinander entwickeln. Und das beantwortet dann, glaube ich, auch Ihre Frage. Also das Wort des Assistenten ist ja schon gefallen, dann gibt es, also das Miteinander wird man neu ordnen müssen, das wird nicht so einfach sein, aber dann gibt es halt Sachen, die können wir besonders gut, die können diese Entitäten besonders gut und dann schaut man, wie sich das ergänzt. Und da bin ich eigentlich ganz optimistisch. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass dadurch auch fantastische Möglichkeiten entstehen. Also sowas wie der medizinische Bereich wurde ja schon kurz angesprochen, also was diese Entitäten da in der Lage sein werden zu leisten, das geht sicher über das hinaus, was wir jetzt können. Also Krankheiten können besser geheilt werden und so weiter. Also auch sehr viel Gutes wird daraus entstehen. Also bin da ganz optimistisch. Es wird natürlich nur ungleichmäßig in die Gesellschaft wirken. Das heißt, es wird bestimmte Berufsgruppen, denken Sie an den Streik jetzt in Hollywood, wo also nicht nur diejenigen, die Texte schreiben, sondern auch aus anderen Filmberufen unterwegs sind, gerade streiken. Und einer der Forderungen ist, sie wollen geschützt sein vor der künstlichen Intelligenz. Ja, natürlich, hier kommen Akteure auf den Plan, die werden einen Dialog für einen Film machen können. Es gibt die ersten künstlichen Filme, sehr lustig, wenn Sie sich Heidi angucken, geben Sie das mal ein, sehr lustig, was da rauskommt. Also wirklich völlig automatisch gemacht, aber nehmen Sie auch wissenschaftliche Papiere, also es betrifft, Herr Mackert hat das gesagt, nicht unbedingt die Handwerker, sondern es betrifft Juristen, Mediziner, kreative Berufe in einem Maße. Also jetzt bei uns in der Buchbranche, Sie haben Schauspieler, die leben davon, dass sie Hörbücher einsprechen. Ja? Jetzt sind die Systeme so gut, dass sie dem Inhalt des Textes automatisch folgen können, um die Prosodie, also die Stimme, anzupassen an den Inhalt. Und jetzt können sie die Stimmen klonen. Wir haben jetzt gerade den Hans Klarin geklont, also den Pumuckl-Sprecher. Und dann stellen sie ein, ob sie Christian Brückner oder Hans Klarin haben wollen und lassen sich das Buch vorlesen. Das bedeutet aber für diejenigen, die davon bisher gelebt haben, wie damals bei der Dampfmaschine, die werden diesen Beruf zumindest nicht mehr in dem Umfang haben können. Also das verschiebt die Gewichte, Berufsmöglichkeiten völlig und es steht ein neuer Beruf, der heißt Prompter. Das, was Frau Bast uns vorgeführt hat, also wie man intelligent mit den Maschinen nämlich kommuniziert, ist ein neuer Beruf, den gibt es schon. Ja, sehr gut bezahlt, wenn Sie klug sind, das können. Also ich kenne das nur mal für mich, wer dann interessiert, wie es in der Informatik gehandhabt wird. Also wir sagen unseren Studis, bitte benutzt das, aber bitte dokumentiert eure Prompts, wie ihr vorgegangen seid. Weil
wird davon ausgehen, ich habe keine Chance, die werden immer einen Schritt vor mir sein und ich werde es nicht rausfinden, dass sie diese Assistenten benutzt haben. Also brauchen wir eine, und wir suchen noch nach einer Regulierung, es gibt von den Universitäten bislang keine irgendwie Gesamtregulierung, die sitzen da alle dran, aber sie werden das verwenden können. Und jetzt kommt es darauf an, können die das intelligent? Und da sortiert sich sofort das Feld der Studierenden, diejenigen, die damit ziemlich clever umgehen können, übrigens auch Literatur, wir haben gerade ein Seminar zu World Fanfiction gemacht, die haben also Bildmaterialien, Moodboards, Social Media, die haben alles halbmaschinell, also maschinell assistiert gemacht. Aber sie haben es belegt. Das heißt, ich kann nachvollziehen, wie sie vorgegangen sind. Und das wird unsere Arbeitszukunft in wenigen, oder ist es schon, also in bestimmten Bereichen ist es schon, wir reden gar nicht über die Zukunft. Ja, genau. Also die Prompts und wie das abfolgt. Und es gibt schon erste Möglichkeiten, dass man das genau dokumentiert, so dass man das nachlesen kann, wie diese Schritte vollzogen worden sind. Und ich sehe gar keinen anderen Weg. Aber vielleicht gibt es Detektionssoftware, die immer einen Schritt voraus ist, aber meistens ist doch so ein Igel... Kann man nicht detektieren. Also ich kann Ihnen noch zwei optimistische, ich kann nur optimistische Sachen sagen. Tut mir leid, das neuronale Netz hier zwischen meinen Ohren wurde so trainiert. Ich kann nur, bin Optimistin. Meine Tochter, vor ein paar Jahren Abitur gemacht, wenn ich sehe, was die im Deutschunterricht so für Aufgaben, dann sollten die irgendeinen Aufsatz schreiben und was die dann machen ist, dann gehen die in den Wikipedia-Artikel und stöpseln sich da die Sachen, das war jetzt vor GPT, zusammen und machen dann daraus einen Vortrag mit irgendeiner PowerPoint-Vorlage. Da habe ich mich schon gefragt, was ist denn das für eine bescheuerte Aufgabe? Ich meine, wenn die Aufgabe ist, ich stöpsel mir da einen Text zusammen, da sollte man sich vielleicht bessere Aufgaben überlegen, oder? Also schon vorher und jetzt erst recht, wenn die Aufgabe eh nur ist, sich was zusammenzustöpseln. Und jetzt brauche ich nicht mal mehr den Wikipedia-Artikel, mir die Sachen rauszukopieren und ich kann gerade ChatGPT dafür benutzen. Dann ist das eigentlich nur ein Symptom davon, dass die Aufgabe schon vorher ein bisschen doof war. Und ich glaube, es gibt genug schlauere Aufgaben, die man stellen kann. Ja, genau, das ist doch gut, dass man das jetzt endlich, dass die Leute das merken, dass die Aufgaben, die sie ja schon die ganze Zeit gestellt haben, eh nicht die schlauesten waren und man vielleicht mal intelligentere Aufgaben stellen soll. Und das Zweite knüpft so ein bisschen an. Meine Studierenden im Informatikstudiengang haben zu 90% große Probleme mit Mathematik. Und was ich allen, meine Erfahrung, 30 Jahre Lehre mit Leuten, ganz viele Leute haben ja Probleme mit Mathematik, das scheitert dann oft so, die können dann höhere Konzepte, haben die schwierigere Konzepte, Schwierigkeiten zu verstehen. Und wenn man mal nachforscht, dann merkt man, dass sie schon die Bruchrechnung nicht verstanden haben oder eigentlich schon zwei einstellige Zahlen nicht ordentlich miteinander multiplizieren können. Wenn man schon nachdenken muss, was 7 mal 9 ist, dann ist ja kein Wunder, dass man bei der Integralrechnung dann hängt, weil man ja schon bei den einfachsten Sachen irgendwie die 90% seiner Gehirnkapazität braucht. Und was ich deswegen immer rate, ist, Leute, beim Spazierengehen oder sonst wo, übt mal Kopfrechnen. Ja, 17 mal 13, 221, 18 mal 12, 216, das kann man ja einfach so. Und da kann man jetzt ja auch sagen, bin ich denn bescheuert, Kopfrechnen, 18 mal 12, tippe ich in Taschenrechner, hätte ich schon vor 50 Jahren machen können, der kann das schneller. Ja, ja, kann der das schneller, aber es hat ja schon den Vorteil, wenn ich mein neuronales Netz, mein Gehirn darauf trainiere, solche Sachen zu machen, damit dann höhere kognitive Funktionen bei mir besser funktionieren. Und das kann man ja durchaus vermitteln. Ja klar, kannst du immer, Leute fragen auch immer, wir haben jetzt Klausur bald wieder, darf ich einen Taschenrechner mitbringen? Nee, ihr dürft keinen Taschenrechner mitbringen, ihr sollt das selber rechnen auf Papier, weil da lernt man ja was. Also das kann man durchaus vermitteln und das nehmen die Leute dann auch an. Also nur weil man das kann, ist das ja noch lange nicht eine gute Idee. Der erste Punkt ist, es gibt ziemlich gute Studien für die Industrienationen seit den 60er Jahren, die zeigen,
dass die Intelligenz, jetzt kann man immer diskutieren, was Intelligenz ist, aber so grob gemessen in Intelligenztests zunimmt. Und zwar pro Dekade kann man etwa um 3 Punkte in diesen Klassen. Es gibt verschiedene Verfahren, wie man das misst. Und das hat damit zu tun, dass unsere Welt komplizierter geworden ist, ist wirklich herausfordernder. Und wir können uns eine Welt, in der ChatGPT eine große Rolle spielt, setzt intelligentere Menschen voraus. Ich glaube nicht, dass es umgekehrt funktioniert, weil die Konzepte, die verstanden werden müssen, so kompliziert sind, dass man sehr gut lesen und sehr gut rechnen können muss. Ohne das funktioniert das nicht. Und die Menschheitsgeschichte hat, was auch gerade die Umwelt betrifft, viele Beispiele dafür, dass sich ganze Regionen ausgerottet haben. Das gibt es menschheitsgeschichtlich an vielen Stellen. Die Osterinseln ist immer so ein klassisches Beispiel dafür. Das heißt, das Bewusstsein ist sehr breit in der Bevölkerung. An den Taten fehlst, da haben Sie völlig recht. Und da, glaube ich, haben Sie einen wichtigen Punkt gemacht. Und Frau Bast hat es so schön gebracht in dem Satz, das läuft nur nicht rum. Ja, das ist in dem Sinne keine Intelligenz wie die menschliche Intelligenz, weil wir verändern uns tatsächlich in der Bewegung im Raum. Das Licht ändert sich, jemand hat ein Wort gesagt und so weiter. Alles das verändert uns ständig, verändert unser Gehirn, unsere verschiedenen affektiven Zustände. Und das ist natürlich bei dieser Form von künstlicher Intelligenz nicht so, sondern nur die Prompts verändern die. Also alles, was wir reintippen, aber alles andere fehlt. Und deshalb würde ich da noch deutliche Unterschiede sehen und glaube auch, also das kann man dann diskutieren, das aber dann nochmal ein ganz anderes Fass, ob sowas überhaupt denkbar ist. Also der Jürgen Schmidhuber am Lago di Como, glaube ich, sitzt der, ein ganzes Institut ist um den gebaut, der hat die Vision, sich selbst überflüssig zu machen durch eine Maschine. Ob ja, aber es gibt diese Leute, die es machen, da bin ich jetzt anders. Ich spreche jetzt hier oder wir sprechen hier eigentlich von Assistenzsystemen, die unglaubliche Möglichkeiten auch für das Lernen eröffnen. Aber sie verlangen eigentlich, dass die Kinder gut Kopf rechnen können, dass sie gut schreiben können. Wer nicht schreiben kann, wird mit diesen Maschinen, also es gibt natürlich Versuche, das jetzt auch mit Audio, dass man mit den Maschinen sprechen kann und so weiter, dass man dann noch nicht mal mehr schreiben kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, der Weg mit diesen Maschinen setzt mehr Schreiben, Rechnen, Lesen voraus. Anders geht's nicht. Die Macht liegt ganz klar bei diesen Big Tech, wie die auch genannt wird, das ist ganz unstrittig, das sind die einzigen, die überhaupt groß genug sind, um so viel Kapital in Projekte zu investieren, von denen völlig offen ist, dass es funktioniert hat. Wie Frau Bass deutlich gemacht hat, niemand konnte erwarten, dass das rauskommt. Das ist kein planbarer Prozess, das funktioniert nicht so. Und jetzt ist die Frage, oder schon seit Jahren ist die Frage, ob diese Oligopolbildung, die wir in den Technologiekonzernen haben, eigentlich zum Beispiel kartellrechtlich nicht zulässig ist. Also die EU und andere diskutieren genau zum Beispiel Zerschlagung von Google, um jetzt mal so eine Zeitungsüberschrift zu nennen. Und da werden genau diese Fragen ständig diskutiert. Ist das eigentlich sinnvoll zu machen? Aber wir sehen natürlich dieselben Konzentrationsprozesse, damit wir nicht bloß immer dahin gucken. Sie denken, die Buchbranche viel kleiner, 9 Milliarden Umsatz im Jahr, also kleiner als Aldi Süd im Umsatz. Und trotzdem gibt es 2 Buchhandelsketten, die auch hier in Freiburg den Handel dominieren und ungefähr 3 Verlage im Wissenschaftsbereich und so weiter. Das heißt, für bestimmte technische Fortschritte brauchen Sie eine bestimmte Unternehmensgröße, um überhaupt so etwas machen zu können. Und dann kommt die Frage der Gesellschaft, regulieren wir das? Und dann kann kartellrechtlich jemand sagen, ja, wir schneiden das durch. Und das könnte eine bürgerliche Entscheidung sein, ist die Frage, wer das macht. Ja, aber klar. Das ist aber begrenzt, eine begrenzte Zielsetzung. Ja, nee, aber jedenfalls wird es diskutiert in ganz unterschiedlichen Organisationen. Ja.
Wollen Sie noch reagieren auf eine? Kommt drauf an, wie viel Zeit wir haben. Wir wollen ja noch ein paar Fragen. Also ganz kurz ein Aspekt dazu, den ich interessant finde, der noch nicht genannt wurde. Wir hatten vorhin Atomkraft oder sowas. Wenn Sie sich jetzt für Atomkraft interessieren, können Sie nicht mal so eben so ein Atomkraftwerk in Ihren Garten bauen. Selbst wenn Sie Wissen genug Physik verstehen, um das grundsätzlich machen zu können. Aber wieder, in der digitalen Welt herrschen andere Gesetze. Die Fortschritte wurden jetzt in diesen großen Unternehmen erzielt. Aber wenn man das beobachtet, der Trend geht schon in die Richtung, dass das irgendwann jeder kann, auch so kleinere Gruppen und so. Wie gesagt, das Schöne an der digitalen Welt, auch ein bisschen das Gefährliche, aber vor allem das Schöne ist, man braucht da nicht so viele Menschen für, um da relativ viel zu machen. Also es geht doch eher, und das Internet ist ja ein gutes Beispiel, jeder kann da seine Webseite hochladen, jeder kann Software schreiben, die Open-Source-Bewegung ist relativ groß, sowas wie Wikipedia ist einfach crowd-gesourced, OpenStreetMap, sämtliche Kartendaten der Welt, jeder sammelt ein bisschen. Und ich glaube, bei den Sprachmodellen, bei diesen neuronalen Netzen wird es auch in die Richtung gehen. Dann hat da irgendwann jeder sein eigenes neuronales Netz, das kann er dann erziehen, wie er oder sie will und benutzen. Ich glaube, das geht eher von selber, weil diese digitale Technologie, wenn die mal eine gewisse Reife hat, braucht man gar nicht so große nehmen, geht von selber in so eine demokratische Richtung. Und ne, also nur mal die beiden Beispiele, dass das nochmal klar ist. Enzyklopädien, Brockhaus oder sowas, Britannica, das waren früher Firmen, jetzt ist das Wikipedia, voll demokratischer Prozess, chaotischer Prozess, aber trotzdem demokratisch, oder OpenStreetMap, die Kartendaten der Welt. Früher waren das große Unternehmen, jetzt ist das einfach, machen das Leute. Es gehört auch jedem, ist frei. Ich glaube, das wird da auch passieren und das ist, glaube ich, eine positive Entwicklung. Da gibt es ganz viel. Also denken Sie daran, dass die Bioinformatik Jahrzehnte daran gearbeitet hat, die Proteinfaltung zu verstehen. Und dann kamen Maschinen und haben das sozusagen in Sekunden gelöst, dieses Problem. Und das ist ganz wichtig für fast alle medizinischen Entwicklungen. Also da sind solche Systeme so, so hilfreich. Und das können Sie auf ganz vielen anderen Formen finden. Also wenn wir eben, ich habe vorhin den kreativen Bereich angesprochen, Sie brauchen heute, um ein Buch zu machen, müssen Sie einfach mal überlegen, wie umständlich das im 15. Jahrhundert, 16., 17., so, wenn Sie da mal durchgehen, die Kosten, wer hatte Zugang und so weiter, sind so gesunken, dass der Anteil der Menschen, die heute teilnehmen, so schnell gewachsen ist. Und jetzt nochmal in den letzten Jahren, nehmen Sie nur die sozialen Medien. Die Verlage haben lange Zeit nicht verstanden, dass es junge Menschen gibt, die haben so komische Geräte, und da gucken die ganze Zeit rein, auch auf dem Schulhof, und darüber organisiert sich heute der Buchhandel. Jetzt geht ohne BookTok und BookTabbing und was es da alles gibt, nichts mehr. Das heißt, die Verlage und Hugendubel und Thalia haben sich alle darauf eingestellt, etwas gemacht, was sie nie planen konnten, obwohl sie eigentlich die mächtigeren, ökonomischeren sind, haben sich junge Leute, zum Teil während Corona, haben nichts anderes zu tun gehabt und haben ganze Trends wie Dark Academia und so weiter entwickelt und die gehen viral und sind Millionen oder Milliardenfach geteilt und plötzlich haben wir eine völlig andere Kultur. Es ist eine Weltkultur entstanden. Also das, was in der Medizin, in der Kultur ist, das können wir in fast allen Bereichen finden. Und es gibt so eine Beschleunigung der Zugänge zu Wissen, zu Kreativität, zu Praxis, zu Technik, die hat es einfach nicht gegeben. Und wir nehmen das nicht wahr, weil wir Fortschritt nicht wahrnehmen können. Wir tun uns unglaublich schwer. Ja? Wenn Sie das Buch von Frei gelesen haben, Ein Hof und 11 Geschwister, ja, wunderbar, und in fast allen unseren Familien, wenn wir zurückgehen, 2, 3 Generationen, was für eine andere Welt. Ja, meine Großväter hatten nicht Schuhe, nur für die Konfirmation oder für die Kommunion, je nachdem welche Konfession, ja, da hat man die getragen. So, und das ist das alles noch nicht lange her. Ja. Kindersterblichkeit, gucken Sie das mal an. Es gibt eine schöne Webseite, die heißt ourworldindata.org, da können Sie sehen, wie Bildung und so weiter zugenommen hat. Aber wir nehmen es nicht wahr. Unsere öffentliche Debatte läuft immer umgekehrt. Ja. Frau Bast, vielleicht noch? Ja, eine Ergänzung vielleicht und noch ein Aspekt, der noch nicht erwähnt wurde. Also es wird jedes
Forschungsgebiet umkrempeln. Mit Sicherheit auf gute Weise. Es werden Sachen möglich sein, mit denen man lange gekämpft hat. Die Medizin ist ein ganz großer Bereich. Da werden Sachen möglich sein, also auch einfach Krankheiten geheilt werden können, denen, wo man bisher nicht wusste, wie das geht. Übrigens auch, das mag für manche überraschend sein, der ganze psychotherapeutische Bereich. Man sollte nicht also manche wird das jetzt vielleicht erschrecken, aber erschrecken Sie nicht. Ich meine, das sind ja irgendwann Entitäten, mit denen man reden kann, ja, für ganze einsame Leute oder Leute, die Unterstützung brauchen, der ganze psychotherapeutische Bereich, das sollte man nicht so abtun als irgend so ein Ding, das nur was, also das, die sind da teilweise jetzt schon besser als manche Ärzte in manchen Bereichen, also da steckt sehr viel Potenzial drin, Sachen zu heilen, wo man bisher nichts tun könnte. Der andere Bereich, der bisher, wo sich, glaube ich, viel verändern wird, oder das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, ist der gesellschaftliche. Das wurde jetzt, glaube ich, noch gar nicht so angesprochen. Das hat ja das Potenzial, und das sehen wir jetzt schon in den letzten 10 Jahren, die Gesellschaft zu zerreißen. Das sehen wir ja jetzt schon die ganze Zeit. So in 2 Teile, so die Elite, die sich da auskennen, die irgendwie davon profitieren, und die Leute, die abgehängt werden davon. Also das ist ja ein Riesenproblem, das sehen wir ja jetzt schon, zeigt sich bei jeder Wahl und so weiter. Einfach die Leute, die da nicht mehr mitkommen und abgehängt werden, und da muss, also das ist meine Empfehlung an jeden, der Politik macht und der tätig wird, also da muss man wirklich alles reinwerfen, dass das nicht passiert. Wenn die Gesellschaft so zerreißt, Sie haben hier die Leute, die das verstehen, die profitieren, hier die, die abgehängt werden, die machen dann einfach doofe Sachen. Die sind dann frustriert, sauer und machen dann einfach, die sabotieren dann einfach den Rest. Deswegen darf das nicht passieren, es passiert schon ein Stück weit. Man muss alles tun, damit das irgendwie zusammenbleibt. Und ich glaube, das Wichtigste dafür ist so ein bisschen die, bei denen das schon passiert ist, meine Erfahrung, kann man kaum zurückholen. Ja, wenn Leute so weit genug abgedriftet sind, Diskussion zwecklos, muss man leider sagen. Aber die Zeit vergeht so schnell, da kommt so schnell die nächste Generation und die nächste und die nächste, und das Stichwort da aus meiner Sicht ist einfach Bildung. Ja? Das ist, Sie haben das auch schon angedeutet, das Allerwichtigste, dass man einfach, wenn ein gewisser Bildungslevel da ist, früh genug, das ist der beste Schutz und der beste Voraussetzung dafür, dass das zusammenbleibt. Also gar nicht so sehr an die, die jetzt schon abgedriftet sind, das ist sehr schade, da kann man oft nicht mehr viel machen, schauen, was mit der nächsten, übernächsten und so Generation passiert. Aber da muss man wirklich sehr drauf aufpassen und was tun. Ich danke Ihnen sehr für dieses Statement jetzt am Ende, und ich möchte es gerne als Schlusswort dieses Abends lassen. Vor allem möchte ich mich jetzt ganz herzlich bedanken bei Frau Professorin Bast und bei Professor Lauer für ihr Kommen, für ihr, ich fand es hochspannend heute Abend, für alle Ihre Beiträge. Ich hoffe, wir können das Gespräch fortsetzen. Ich denke auch, wir werden es fortsetzen. Die Aufgaben stellen sich ganz automatisch. Ganz herzlichen Dank Ihnen auch, ganz herzlichen Dank fürs Kommen und für die engagierte Diskussion. Danke.